Ja, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habe. Also der Raum explodiert förmlich wieder von Teilnehmern. Ja, freut mich, dass ihr wieder am ersten Dienstag eines Monats dabei seid beim kostenfreien Skype-Trading-Webinar, was mittlerweile gesponsert wird von JFD Brokers. Ich selber privat trade mit JFD Brokers und trade meinem Webinar, meinem Premium-Service auch mit JFD Brokers. Aktuelle Neuerungen kann ich natürlich dann auch mal gleich mal direkt kommentieren. Denn für all diejenigen, die nach Mini-CFDs suchen, ist JFD vielleicht jetzt auch eine Alternative. Ich möchte keinen von seinem Broker bestehend weglocken oder wie auch immer. Das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden. Ich möchte nur erwähnen, JFD Broker hat jetzt auf Mini-CFDs wie DAX und Dow Jones mittlerweile 0,1 erschritten. Das heißt, man kann sein Risiko-Money-Management extrem gut auf seinen kleinen Account anpassen und finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Wir werden uns das nachher noch anschauen, weil Ziel auch dieses Webinars ist es ja, mir auch so ein bisschen über die Schulter zu schauen, wie sieht es denn in meinem Premium-Service aus, wie trade ich auf so einen Markt oder wie gehe ich so einen Markt ran. Es kam schon die ein oder andere Frage zum Thema, was immer mit diesem komischen Spurenlesen gemeint ist. Wie man das erkennt, ja, da versuche ich so ein bisschen drauf reinzugehen und dann lasse ich mich einfach treiben. Also die Fragen, die ihr mir stellt, sind so ein bisschen auch für den Verlauf dieses Webinars verantwortlich. Wir haben, wie gesagt, bis 17 Uhr Zeit. Bitte nichts nachtraden. Das hier ist mehr ein Webinar rein zu Demonstrationszwecken. Also das heißt, es kann durchaus sein, ich gehe in den Trade ein, aber erkläre anhand live dieses Trades, was ich auch bei mir im Premium-Service öfters mache, auf was ich jetzt an der Stelle alles gucken würde oder welche Möglichkeiten es bei dem einen oder anderen Trade gerade gibt. Und das finde ich halt schon auch sehr spannend, denn ich weiß ja in dem Moment, wo ich was gerade erkläre und einen Trade drin habe, ja auch nicht, wie es läuft. Aber ich kann natürlich so sehr gut die Gedanken an die Teilnehmer weitergeben in meinem Premium-Service und ihnen sagen, so, jetzt könnt ihr überlegen, an dem Punkt X oder Y zu tun. Position halbieren, aufstocken, Gesamt raus. Wo liegt der Vorteil, wo liegt der Nachteil? Und so komme ich auch relativ gut immer in so Ausbildungsthemen rein. Denn ich bin der Meinung, das kurzfristige Trading als solches kann man eigentlich nur im kurzfristigen Bereich lernen, wenn man direkt zuschaut. Ja. Ja. Und deswegen werden wir auch hier das dann im Webinar dann so halten, dass wir uns dann mal anschauen, wie die Märkte dann so laufen werden. Und werden dann noch entsprechend auch den einen oder anderen Trade eingehen. Ja, wie es gerade schon erwähnte, am besten kann man natürlich traden oder vielleicht auch mit mir traden, wenn man oder wenn man das kurzfristige Traden lernen möchte, wenn man vielleicht auch meinen Service besucht. Deswegen an der Stelle der kleine Werbeblock wie immer. Das heißt, steht halt da, dass ich in meinem Service trade ich viermal oder ja in Summe 8 Stunden live und da kann man sich das immer anschauen, wie ich dann entsprechend dort handle. Ich kopiere es einfach mal hier in den Chat rein, damit ihr den Link einfach mal habt. Und ja, wie sieht es im Ganzen aus, im entsprechenden Premium-Service? Also wir loggen uns mal kurz ein in dem Members-Bereich. So sieht's im Members-Bereich aus. Wir haben dort einen Blog und auch entsprechend so Intraday-Updates, die ich jeden Morgen schreibe. Das heißt, die Teilnehmer bekommen, so wie auch heute, vorbörslich 8:48 Uhr entsprechend einen kleinen Tagesausblick. Und bei diesem Tagesausblick ist es entsprechend so, dass ich dann versuche, gewisse Szenarien für den Start aufrecht oder zu analysieren. Kein Hinweis, das ist jetzt nicht darauf abgestellt, dass ich die Richtung voraussage. Fazit heute war für mich, macht der DAX die Amis nach, sehen wir heute einen starken Anstieg.
Ja, und natürlich Aussagen über den Brexit oder steigender Euro hätten den Anstieg auch verhindern können. So, was haben wir heute gesehen? Relativ starken Anstieg. Ab heute früh um 9 Uhr, ja, 9:05 Uhr ging es ja dann los, ja. Und ja, und wie gesagt, also das ist halt eine von vielen Möglichkeiten. Natürlich habe ich auch die anderen Möglichkeiten drinne, was, wenn der Markt halt nicht so stark startet, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja. Also für alle, die keinen Ton haben, ich muss mal, es haben etliche keinen Ton irgendwie, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich schreibe es mal nur kurz rein. Wie gesagt, bei gut, also ich habe es jetzt nochmal ja, noch mal kurz reingeschrieben, nur damit die Leute das nochmal lesen können. Also ich kann es nicht ändern, also ich kann danach nichts machen und wie gesagt. Gut, also soweit dazu. Ja, also am Ende geht es darum, dass wir gewisse Szenarien, dass ich die schreibe und ansonsten traden wir viermal die Woche live. Und gerade kam schon die Frage. Gerade kam schon die Frage, dass warum ich dort nur ein Demokonto trade. Also wir haben jetzt am 1.6. mit einem 200.000 Euro Account neu gestartet. Liegt daran, dass sich bei mir im Trading was verändert hat und ich sozusagen einen Test-Account-Lauf gerade habe für eine größere Firma und dort mit einem 200.000 Euro Account trade gerade. Habe das aber auch alles im Webinar erklärt, wieso, weshalb, warum. Und es gibt halt immer ein Trading-Tagebuch und da sieht man dann entsprechend alle Trades, die ich da so gemacht habe, inklusive Einstieg, Ausstieg, wieso, weshalb, warum ich das getradet habe. Verlusttage, Gewinntage, alles relativ normal, wird alles halt aufgelistet und stellt das den Teilnehmern auch aus den Webinaren dann entsprechend zur Verfügung, wie ich denn da so handle, um dann halt auch da entsprechend einen Einblick in mein Trading zu kriegen, sowohl halt mit Ihnen. Ja, das war jetzt am Freitag, haben wir Nachmittag dann hier den Dow getradet. Das war eigentlich relativ gut gewesen mit entsprechenden Positionen. Ja. Und na. Ja, und so stelle ich das zur Verfügung. Klar muss man sich hier vielleicht an die Zahlen gewöhnen, deswegen stehen jetzt immer die Gewinne in Prozent dahinter. Einziges großes Sache ist die, dass ich nicht mehr wie ein Prozent riskiere. Dennoch zu der Beantwortung nun endlich, warum ich im Demo-Modus handle. Ich habe auch live getradet in meinem Real-Account eine Zeit lang. Das Problem ist, dass ich einfach, dass es das zu viel ist. Also wer denn mal in so einem Trading-Webinar, so wie auch heute, jetzt dabei sein wird, und es geht teilweise relativ schnell und ich muss mich extrem stark konzentrieren. Ich bin nach 2 Stunden echt platt, wenn man live handelt, erklärt und die Trades noch managen muss. Also ich habe das hier in der Zeit auch in meinem normalen privaten Account gemacht und dort gehandelt. Aber es ist halt so, es strengt zu sehr an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier hingehe und sage, ich mache in meinem Demo-Account irgendwie Blödsinn nach dem Motto, das wird schon irgendwie, sondern es geht schon darum, auch ernsthaft zu traden. Und mit dem Demo-Account kann man genauso ernsthaft trainieren und traden, wie auch mit einem realen Account. Ja, das muss man schon auch mal so sagen. Also das heißt, ich habe hier etliche Trades mit meinem privaten Account gemacht, aber auch das Live-Trading dann im privaten Account ist halt nicht so. Da fehlt halt was und im privaten Account den Ausbildungszwecke zu tätigen, ist auch nicht so ganz so schön. Zudem werden hier entsprechende Schulungswebinare aufgenommen und zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder Teilnehmer mein Premium-Service hat auch hier entsprechend die Möglichkeit, sich Schulungsvideos anzuschauen und wo ich dann halt gewisse Sachen erkläre, wie was entsprechend funktioniert. Wie ich entsprechend hier auch live handle,
welche Techniken dort gibt. Teilweise zeichne ich auch entsprechend in diesen, zeichne ich dann auch entsprechend bei gewissen Ausschulungssachen und so weiter und so fort. Ja. Also alles relativ transparent und ich denke, ein sehr guter Service, um das kurzfristige Trading zu lernen und auch das Mindset oder das, was man dafür braucht, entsprechend zu lernen. Genau. Ansonsten, wer gerne mag, kann auch meinen YouTube-Channel abonnieren. Ja, freue ich mich über jeden Abonnenten entsprechend. Hier ist er. Und da gibt es auch entsprechende Videos, die ich immer wieder online stelle. So wird auch dieses Webinar, was wir heute sehen, dann entsprechend hier online gestellt werden. Ja. Also das soweit dazu. Ich kopiere auch nochmal hier den Link hier rein. Dann habt ihr diesen auch nochmal. Ja. Gut. Also soweit, so gut. Das zu meinem Service und zu meinem aktuellen Trading. Genau, ansonsten tagtäglich auch für immer up to date zu sein, entsprechend auch mein Guidance Desktop, wo ich auch fast jeden Tag eigentlich schreibe und einlade. Übrigens, hier wird es demnächst, wenn ich über so Richtung 2650 Follower komme, werde ich mal auch nochmal ein kostenfreies Webinar vielleicht starten mit einer ganz normalen Session, wo ich dann auch wieder à la Premium Service dann ganz normal trade, wo man sich einfach mal kostenfrei auch reinklinken kann für 2 Stunden. Gut, kommen wir mal zum Markt. Ja. So. So, ich habe jetzt nochmal kurz eine Hilfe geschrieben oder danke an die Hilfe von den Teilnehmern hier, die das kurz geschrieben haben. Also ja, ihr müsst natürlich eure Lautsprecher als solches noch aktivieren, wenn die nicht aktiviert werden. Gut, kommen wir mal zum Markt heute. Thema war auch oder Frage war, ob man hätte mit diesem Order Flow entsprechend das heute früh sehen können. Also ich habe hier mal den DAX Future als solches von heute aufgemacht und wir sehen hier im DAX Future heute diesen starken und steilen Anstieg. Sehen kann man es nicht, man kann es so ein bisschen spüren. Was man heute hat sehen können, ist, dass einfach relativ starkes Kaufvolumen hier auf dem Markt getroffen ist ab Start. Also kurz vor 8:55 Uhr ging es dann los im 5-Minuten-Chart und ja, bei dieser Kerze, bei der extrem langen 5-Minuten-Kerze von 10.192 bis 10.162, also um die 70 Punkte, da kann man so, ich sage jetzt mal, das im Detail noch nicht erkennen. Es ging halt rasend schnell, weil einfach extrem großes Kaufvolumen auf relativ wenig Verkäufer gestoßen sind und das führt dann halt zu solchen extremen Bewegungen, wie wir sie ja heute früh gesehen haben. Interessant ist eigentlich jetzt, dass der Markt dann hier danach so eine Seitwärtsrange gebildet hat, kam dann nochmal gegen 11 Uhr höher, die letzte große Order ging dann 11:20 Uhr durch, da wurden in 10 Sekunden 800 Kontrakte durchgehandelt, dann seitwärts, jetzt haben wir 38% korrigiert und interessant wird heute sein, auch mit den US-Börsen, dann nachher wird es im DAX relativ interessant werden, ob dieser Preisbereich hier um 10.260, im F-DAX bin ich gerade, ob dieser Preisbereich halten kann, ja oder nein, sollten die Amis dort anknüpfen, wo sie gestern aufgehört haben und wo sie heute eventuell weitergehen, dann prinzipiell sieht es eigentlich ganz gut aus, dass der Markt heute einen recht starken Tag haben kann und wir heute auch nochmal im DAX die 10.320 oder neue Tageshoch sogar sehen könnten. Ja. Also wir haben jetzt nun heute im DAX endlich diesen Verlauf hier vom Freitag nun endlich auch nachgeholt. Der Dow Jones steht ja um einiges höher, wenn ich mir mal den Dow Jones Future als solches hier herhole, wenn ich den gerade jetzt hier offen habe, wenn ich mit den auch nochmal hier herhole im 5-Minuten-Chart. Ja, also wenn man da sieht, wo wir dort im Vergleich stehen vom Freitags, ja, von der Freitagsbewegung, da stehen wir aktuell um die 190 Punkte, ja, gerade genau 90 Punkte darüber, also über dem Hoch vom Freitag. Im Dow Jones auch gestern ja die Bewegung nach dem Einbruch dann nochmal auch wieder relativ stark nach oben, fast auf Tageshoch geschlossen.
Und der DAX ja, steht eigentlich am Hoch oder leicht unter dem Hoch vom Freitag. Also von daher war das heute nicht so unerwartet, die Bewegung nach oben, auch wenn ich jetzt darauf nicht unbedingt komplett setzen konnte. Ich habe auch den Move so teilweise verpasst, muss ich sagen. Ich habe danach dann aber auch nicht mehr getradet, weil ja, die Action für mich dann durch war. Und hier Richtung 11 Uhr wurde das Volumen so gering und auch die Vola so gering, dass ich für mich dann entschieden habe, dass ich da nicht mehr trade. Und ich sage jetzt mal, auf diesen Move, der um 11:20 Uhr kam, da jetzt noch drauf zu setzen, das ist dann eher Zufall, dass man den halt erwischt oder nicht erwischt. Man kann es vorher nicht sehen, dass der nun kommt. Wenn ich auch da, ich habe die Möglichkeit, hier bis in den 10-Sekunden-Chart runter zu switchen. Ja, und wenn man jetzt da das Volumen denn sieht von heute früh, an der Stelle von heute früh, wo denn gegen 11 Uhr da, also die Bewegung 11 Uhr 15 und 20 Sekunden ging es dann nochmal los. Ja, da wurden hier innerhalb von 10 Sekunden entsprechend 811 Kontrakte durchgeschleust, also von nur 10 Sekunden. Schaut man sich das Ganze mal davor an, da sieht man hier irgendwo mal 20 Kontrakte, mal 26 Kontrakte, mal 2, mal 3. Ja, also es ist halt, wie gesagt, absoluter Zufall, wenn man in dieser Bewegung drin ist und war halt vorher noch nicht raus. Ja. Das muss man schon so sagen. Ja, die Bewegung, wenn wir die uns anschauen von heute früh um 9, da sieht man es auch. Eigentlich der Hauptmove wurde mit einer extrem starken Order gemacht. In 10 Sekunden sind hier um 9:57 Uhr Sekunden in Summe 1000 Kontrakte durchgenudelt worden. Ja, und das heißt, dass wir dort das heißt, dass dort einfach massives Kaufvolumen in den Markt reingeströmt ist, dass da jemand sich nicht mehr verstecken konnte und musste aktiv werden und dann kommt es halt zu solchen extremen Sprüngen innerhalb von 10 Sekunden. Ist der Markt von 10.223 in 10 Sekunden auf 10.255, also um die 30 Punkte, 32, 33 Punkte in 10 Sekunden gehüpft. Also das ist zweimal auf und zu oder einmal Luft holen und gucken, ob man drückt oder nicht drückt und schon ist die Action durch. Also wir reden hier von 10 Sekunden. Ist schon ziemlicher Hammer gewesen. Gut. Ja, damit der Markt in die Korrektur kommt, war gerade eine Frage. Ja, dafür muss es halt die Teilnehmer geben, die bereit sind. Ja, dafür muss es jetzt die Teilnehmer geben, die bereit sind, hier unten in diesem Low, also unterhalb von 10.250, ihre Position wieder abzugeben oder neue aufzubauen. So, und wenn man aber diese Punkte nicht triggert und die Amis vielleicht dann auch entsprechend mitgehen, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir hier eher nach oben gehen können. Frage für mich wird sein, ob wir heute nochmal ein neues Tageshoch sehen oder am Tageshoch von vor 2 Tagen im Preisbereich um 10.285, 10.290 eher kleben bleiben. Also die beiden Möglichkeiten, die ich hier sehe, ist also ein Anstieg bis Richtung 10.290 und dann vielleicht nochmal runter oder eventuell dann nach oben. So, jetzt sagt man sich, gut, jetzt sagt er wieder, jetzt sagt er wieder, tja, der sagt, das kann steigen oder fallen, das kann ich auch. Am Ende kann das auch jeder, aber es geht für mich darum, im Wesentlichen nicht zu sagen, der Markt muss da hoch oder da runter, sondern es geht darum, wie beim Navigationsgerät, gewisse Routen aufzustellen und zu schauen, wenn der Markt mir einen gewissen Start, also einen gewissen Start gibt, eine gewisse Bewegung gibt, daran sich zu orientieren und sagen, wenn der Markt so aussieht, habe ich über meinen letzten 16 Jahren Erfahrung und weil die Marktteilnehmer so handeln müssen, wie sie handeln müssen, ist es so, dass ich sagen kann, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, der Markt geht bis dahin. Ja, das heißt, ich bekomme ein gewisses Startsignal, das ist dann mein Setup. Und dieses Setup, wenn ich dieses Startsignal bekomme, dann kann ich versuchen, wenn das Risiko und das Ziel zueinander passt, dann dort entsprechend meine Trades einzugehen. Wenn ich aber merke, dass meine Gedankenwelt nicht mit dem des Marktes harmoniert, also das heißt, als Beispiel, die Amis kommen rein und hauen auf einmal drauf, wie blöd, der Markt fällt in diesen Volume Low Bereich rein, also das heißt, wir schauen mal ganz links auf diesen Preisbereich, das wollte ich gar nicht anhaben. In diesen Preisbereich rein, wo wir entsprechend sehr wenig Volumen gebildet haben, dann ist auch klar, dass wenn da unten auch noch Verkäufer sitzen, die aktiviert werden, dann fällt der Markt genauso schnell wieder nach unten, wie er nach oben gegangen ist, weil hier hat ja kaum einer
gehandelt. Ja, und man sagt dann, solche Preisbereiche werden genauso schnell durchschritten auf der Ober- wie auf der Unterseite. Kann man übrigens vergleichen, wenn wir uns jetzt mal den Chart ein bisschen weiter zusammenschieben. Und jetzt schauen wir uns mal jetzt hier den Preisbereich vom Freitag an, wo die News rauskam, und schauen uns heute mal hier diesen Preisbereich an. Das heißt, der Markt ist hier auf der Oberseite genauso schnell da durchgegangen, wie er am Freitag auf der Unterseite auch nach unten gegangen ist. Ja. Ja. Ja, so. Und da wäre man dann halt, daran kann man dann das entsprechend dann festmachen. Ja. Gut, wie sehen denn die Amis aus? Wir werden uns mal, Amis kommen in 4 Minuten raus, da werden wir uns dann mal entsprechend positionieren und mal schauen, wo es denn hingeht. Das heißt, wir machen nochmal kurz einen Ausblick auf die Amis, denn ich trade am Nachmittag nicht mehr den DAX, ich trade am Nachmittag immer die Amis. Und das bedeutet für mich, dass ich, oder warum trade ich die Amis am Nachmittag? Bestes Beispiel ist der gestrige Tag, wo der Dow Jones ab Start relativ stark steigt und der DAX überhaupt nicht steigt. Da würde ich eine Macke kriegen, wenn ich sehe, wie die US-Börsen steigen und der DAX kommt überhaupt nicht aus der Hefe und ich würde im DAX auch noch versuchen, long zu handeln. Damit ich mir dort solche Fehler vermeide, trade ich lieber gleich in den Markt. Der Markt, nämlich der ein wesentlich größeres Gewicht hat wie der DAX und trade halt direkt dann in USA. Das heißt, entweder im Dow Jones oder wenn ich im Future handle, würde ich im S&P 500 handeln oder im Dow Jones Future. Aber im CFD ist nur der Dow Jones sinnvoll, weil er vom Spread her noch okay ist. Der Rest ist vom Spread her, der S&P zum Beispiel, überhaupt nicht tragbar im CFD-Bereich. Also das heißt, ich werde oder ich trade auch in meinem Trading Service immer am Nachmittag entsprechend im Dow Jones. So, das heißt, wir sehen dann oder die Teilnehmer sehen dann immer einen klassischen Desktop. Der sieht dann wie folgt aus. Also das heißt, wir schauen uns als erstes den Wochenchart, sage ich schon, den Stundenchart an und sehen aktuell von der Analyse jetzt her, dass der Dow Jones am Tageshoch von gestern ist und am letzten Ausbruchslevel dran gekommen ist, welches sich vom Hoch vom 10.5. und vom Hoch vom 2.5. ableitet. In diesem oberen Preisbereich sind wir drinne. Und die Frage für mich ist heute, wird der Dow, nachdem er jetzt vorbürstlich schon so hoch war, mit US-Eröffnung jetzt direkt abverkauft werden, also als Rücksetzer, oder steigen wir ab dem Tageshoch von gestern direkt nach oben an? Das ist für mich jetzt die Frage, die es zu beantworten gilt und daran, wenn ich denn ein Setup kriege, entsprechend da einen Trade einzugehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im 5-Minuten-Chart schon einen Abwärtstrend sehen, versus eine möglicherweise, dass das nur eine Korrektur ist im Stundenchart und im Stundenchart der Markt jetzt weiter nach oben geht, denn um in Richtung Allzeithochs da hochzulaufen, wäre ja auch möglich. Ja. So, also von daher werden wir jetzt schauen, wie die Eröffnung reinkommt. Wird der Preisbereich die 17.948 von gestern halten die? Werden die gekauft, ja oder nein? Wenn sie gekauft werden, versuche ich long reinzukommen. Werden sie nicht gekauft, würde ich versuchen, im 5 Minuten Abwärtstrend entsprechende Short-Positionen einzugehen. Ja, aber der DAX folgt den Dow Jones nachmittags oder gibt es einen 0,4% Unterschied? Eigentlich überhaupt nicht. Also der DAX, ich sag mal so, der DAX folgt in meisten Fällen logischerweise den Dow Jones. Aber wenn man das gestern sieht, der Dow Jones irgendwie 90 Punkte gestiegen oder 100 Punkte und der DAX ist überhaupt nicht aus der Hefe gekommen. In vielen Tagen oder in vielen Fällen wird der DAX, läuft der relativ genau den US-Börsen hinterher. Aber dieses doppelte Analysieren kostet mich am Ende eventuell Nerven. Das heißt, ich sehe in den USA gestern einen eindeutigen Long-Markt und hätte im DAX auch Long gehandelt und hätte im DAX gestern keinen Gewinn damit machen können. Ja. Also trade ich dann lieber den Dow Jones direkt. Der Dow Jones bei JFD hat auch nur einen Punkt Spread. Also von daher kann ich da auch am Nachmittag die Amis traden. Die Amis sind immerhin, sollte man ja wissen, ungefähr 10-mal größer wie der DAX. Also trade ich lieber in USA, da wo das Geld auch gehandelt wird. Da muss ich nicht den Dow Jones analysieren und dann im DAX versuchen, das umzusetzen.
Auch wenn ich das früher auch mal gemacht habe, aber da war es so gewesen, früher in meinen, also ganz früher war es so gewesen, hatte man im Dow Jones 8-Punkte-Spread. Von daher trade ich da lieber direkt im Dow Jones. Also Stundenchart Dow Jones, prinzipiell long am Tageshoch von gestern. Wissen sollte man, die ersten 5 Minuten trade ich nicht. Kann man natürlich Pech haben, dass wenn die erste Minute jetzt 100 Punkte in eine Richtung geht, dass ich natürlich der Depp bin. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt meine Regel, dass ich die ersten 5 Minuten nicht trade. Warum? Es gibt ganz viele Eröffnungskerzen, die sehen in den ersten 2 Minuten so aus und am Ende steht der Markt dann da unten. Gibt natürlich auch Eröffnungskerzen, die gehen halt einfach nur 5 Minuten in eine Richtung. Gibt es beides, aber das, wenn der Markt das nicht nach oben durchzieht jetzt, ist für mich die Gefahr einfach größer. Wer, ich sage auch immer meinen Teilnehmern, wer die Eröffnung direkt traden möchte und genau so einen Raketenstart jetzt sieht, der kann natürlich auch überlegen, den Dow Jones nun direkt auch zum Start zu handeln. Also ist jetzt nicht verboten oder so. Aber es ist halt gefährlich, wenn der Markt halt nicht einheitlich eröffnet und nach 2 Minuten plötzlich jetzt wieder 50 Punkte fällt. Also gibt es alles. Und da muss man halt dann seinen Reim drauf machen. Also ich persönlich handle die ersten 5 Minuten nicht. Gut, also Ziel sollte sein, wenn der Markt jetzt hier schön abprallt, von der 17.952, dass wir in Richtung der letzten Hochs gehen, in dem Bereich bis 17.992. Wir haben ganz links den 5-Minuten-Chart, den Stundenchart, der wird jetzt gleich überdeckt werden, der Stundenchart, der dient halt zur größeren Orientierung. Und das sieht dann wie folgt aus. Man sieht dann auf meinem Bildschirm immer den S&P. Unten rechts den S&P als Future, das heißt, meine Teilnehmer haben immer einen direkten Einblick auch auf die Futures und oben rechts den entsprechenden Dow Future. Ja, damit ich hier sehe, was hier an Volumen getradet wird, damit ich darüber entsprechend nochmal auch eine Justierung vornehmen kann, ob der Markt halt wirklich für mich gesehen weiter steigt oder nicht steigt, ob wir hohes Volumen getradet haben oder geringes Volumen getradet haben. So. Ich trade auch morgens meistens die ersten 5 Minuten im DAX nicht. Also ich brauche da halt einen guten Read auf dem Markt. Also man kann das traden, aber es ist halt so, wenn der Markt halt stark, extrem stark hin und her schnippt, man muss sich nur ganz viele Eröffnungskerzen mal anschauen. In USA, also in USA ist es noch ein bisschen krasser. Also im S&P 500 brauchen wir ja immerhin 500 Unternehmen, die gequotet werden. Das dauert seine Zeit. Und es gibt ganz viele Eröffnungen, wo es die ersten 2 Minuten runtergeht, danach extrem stark nach oben geht. Das kann man kaum managen. Wenn man halt einen guten Read hat oder eine gewisse Vorstellung hat vom Markt, dann kann man das durchaus versuchen zu traden. Aber es gibt halt auch viele, wo es extrem heftig zur Sache geht und stark hin und her geht. Und um das einfach in der Mehrzahl der Fälle zu vermeiden, ja, trade ich halt einfach die ersten 5 Minuten so gut wie nie. Ja, es kommt auch mal vor, aber ich trade es ja eigentlich eher ungern. Eigentlich habe ich am liebsten, habe ich es im DAX, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich erst nach einer halben Stunde trade, dann bis dahin habe ich eine gewisse Struktur, in der ich dann mich bewegen kann. Und vorher trade ich eigentlich recht ungern. Aber mal so, mal so. Ja, also die Sache ist die, bei vielen Sachen macht man halt immer schwammige Aussagen. Aber es ist eigentlich auch genauso, wenn man sich jetzt mal. Oder ich muss ja schwammige Aussagen machen, denn ich vergleiche das immer mal mit einem Fußballspiel. Also das heißt auch, man kann natürlich im Fußballspiel, bereitet man sich auf seinen Gegner vor, der da kommt. Man tut alles dafür, aber man weiß ja auch immer noch nicht, wie der Gegner wirklich auf dem Platz agiert. Das heißt, man weiß zwar um die Stärken und Schwächen des Gegners. Ja, das kann ich ja vorher auch analysieren. Ich weiß, okay, je höher der Markt Richtung Allzeithoch geht, desto mehr Leute kommen vielleicht rein und kaufen den Markt. Je tiefer der Markt intraday fällt, desto mehr triggern wir Bereiche, um eine Korrektur vielleicht zu vollziehen.
Ja, das kann ich ja alles analysieren. Das ist ja auch das, was ich vorbörslich mache. Aber am Ende weiß ich bis jetzt noch nicht wirklich, was die Marktteilnehmer heute vorhaben. Das heißt, das sehe ich dann erst, wenn der Start der Kasse ist. Und es gibt auch im DAO oder auch im DAX gibt es ganz viele Tage, wo der Markt zum Beispiel vorbörslich steigt, nur steigt, steigt, steigt und ab Kasse fällt das Ding wie ein Stein nach unten. Ja, und dann gibt es Tage wie heute, da steigt der Markt auch vorbörslich und ab Eröffnung geht es genauso weiter, wie es vorbörslich auch passiert ist. Also deswegen kann man sich immer darauf vorbereiten, aber in der Entstehung oder im einzelnen Trade dann als solches muss ich immer schauen, wie der Markt als solches handelt. Also ja, wie die Marktbewegungen halt durchgehen oder nicht durchgehen. So, das ist natürlich jetzt heftig hier wieder. So. Da komme ich natürlich auch nicht rein. So, und die Sache ist die, wenn ich jetzt hier überlege reinzuspringen, bin ich auf alle Fälle der Idiot, der als letztes da wahrscheinlich drin ist. Also sowas mache ich halt auch nicht, in den Markt so reinzuspringen. Also entweder ich bin hier eine Minute vorher drin oder ich habe es jetzt nicht getradet oder nicht gehandelt. Weil wir haben es heute oftmals so, wir haben heute sehr oft diese 10-Sekunden-Sprünge. Die 10-Sekunden-Sprünge, dass der Markt halt wirklich innerhalb von 10 Sekunden, wo wir dann sehen, okay, jetzt reagiere ich, ist denn der Markt eigentlich schon durch und danach kommt erstmal, muss man halt echt Glück haben, dass danach der Markt halt weiter rennt. Also wir haben jetzt ja gerade ganz kurz neues Intraday hochgesehen. Also für alle, die jetzt mit dem Bildschirm hier nicht klarkommen, wir haben hier ganz links, wir haben hier ganz links den 5-Minuten-Chart only, dann haben wir hier im Bild 2 5 Minuten und 1 Minute, also die 5 Minuten sind blau und rot hinterlegt und die 1-Minuten-Kerzen sind schwarz-weiß. Hier oben rechts, Bild 3, haben wir den 5-Minuten-Chart des Futures, oben rechts des Dow Jones Futures und unten Bild 4, kann ich ja nicht zeichnen, aber Bild 4 hier unten rechts, wo ich gerade bin mit meiner Maus, das ist der S&P 500 als Future. Mit dem Volume Profile nennt sich das, um zu sehen, wo wie viel Volumen getradet wird. Ja, also wir haben jetzt einen starken Move gesehen durchs Tageshoch. Mal gucken jetzt, ob am Hoch weitere Käufe kommen. Wenn nicht, kann es sein, dass wir hier einen klassischen Fake-Ausbruch bekommen vom Setup her, den man auch traden kann. Ja, vorhin war die Frage bezüglich des Box-Setups. Das Box-Setup ist mit dieser Methode, wenn man 5 Minuten und 1 Minuten Chart ineinander verschachtelt hat, relativ gut zu sehen. Und ist aber vorwiegend anzuwenden in einem Markt, der nicht tendiert. Also so wie gestern ist das Box-Setup relativ gut zu tendieren. Beim Box-Setup setzt man im Summe darauf, dass es nach 5 Minuten in eine Richtung, 5 Minuten in die andere Richtung geht. Was in letzter Zeit auch recht gut funktioniert. Wenn der Markt nicht tendiert, dann sieht man ja immer meistens abwechselnd rot-weiß, rot-grüne oder schwarz-weiße Kerzen, je nachdem, welche Farben man da eingestellt hat. Der erkennt, das ist nicht mehr der Candle M Candle, der nennt sich jetzt nur noch M Candle Indikator. M Candle, so heißt der. M. Bei YouTube eingeben, ach, bei YouTube, bei Google eingeben, M Candle. Eingeben, dann findet man den Indikator gleich. Ja. Ist nicht zurzeit generell mit heftigen Bewegungen zu rechnen, die nicht zu traden sind. Das heißt, wir haben kaum Trends. Also wir haben meistens Trends, die kurz und heftig sind. Das stimmt schon. Also wir haben zurzeit wieder so eine Börse, die viel von Unsicherheit geprägt ist. So extrem starke Meinungstrades. Also ja, sobald heute irgendwas über den Brexit rauskommt, werden wir eine dicke Bewegung sehen. Sobald irgendwas entsprechend in Richtung eine Zinserhöhung fällt aus, kommt nochmal ein deutliches Statement, kann es eine extreme Wohler geben. Übernächste Woche haben wir noch den Verfall im DAX und auch in den USA, den großen Verfall, der auch so seine Schatten vorauswirft und so weiter und so fort. Deswegen, also beim Thema Spurenlesen geht es jetzt hier darum, wir sehen jetzt hier,
müssen wir jetzt mal sehen, oder werde ich jetzt versuchen, eventuell in den zweiten Ausbruch zu kommen. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier nochmal das Tageshoch anläuft, nochmal einen zweiten Ausbruch zu sehen. Und sollten wir jetzt hier scheitern am Hoch, dann werde ich entsprechend den Trade als Fake Trade handeln. Was passiert? Ganz klares Regelwerk auf der Oberseite. Das heißt, wir müssen im 1-Minuten-Chart das Hoch brechen. Dann muss die 1 Minute außerhalb schließen, also über dem Hoch, also das heißt über der 18.000. Und dann kann ich mit der neuen 1-Minuten-Kerze einsteigen. Wenn das nicht passiert, ist das Setup oder das Regelwerk nicht erfüllt und dann kommt der Trade auch nicht rein. Wer es eilig hat, kann natürlich auch versuchen, direkt durch den Widerstand, durch die 18.000er Marke zu traden. Hat Vor- und Nachteile gleichermaßen. Vorteil, wenn es durchgeht und direkt da nochmal 10 Punkte durchgeht, hat man einen schönen Trade. Nachteil ist, es kann unter Umständen sein, dass man halt genau in den Widerstandsbereich halt reintradet, wo ich persönlich jetzt keine Lust drauf habe. Ja. Deswegen bleibe ich mal ganz gechillt und schaue mir die Bewegung ab. Also es geht ja auch nicht darum, ich muss nicht jede Bewegung traden, ich will ja nur die Bewegung traden, die ich sozusagen strukturell so erfassen kann, dass ich da einen Vorteil drin sehe. Alles andere hat ja, ist ja dann mehr Glücksspiel, ja, und beruht jetzt nicht auf irgendeiner Statistik, auf dem Regelwerk, was dann duplizierbar ist und nachhandelbar ist oder was auch anwendbar ist oder überprüfbar ist. Ja, also es gibt natürlich auch Trades, die ich auch mache, rein aus Intuition heraus, die jetzt kein festes Regelwerk haben. Aber die Situation liegt gerade nicht vor. Also wie gesagt, gibt zwei Sachen. Also entweder ich kriege jetzt hier oben mein Long Trade bei 18.000. Guck dabei oben rechts auf die 5-Minuten-Kerze. Wenn das passiert, würde ich versuchen, dort den Long Trade zu bekommen als prozyklischen Ausbruch, als Trend Trade. Geht der Markt halt nur knapp durch, die 5-Minuten-Kerze, die 1-Minuten-Kerze schließt tiefer, werde ich danach dann den Short Trade eingehen und mich versuchen, um die 18.000er Marke im Dow Jones dann entsprechend rumzuhangeln. Ja, also das, so wird es werden. So, man sieht jetzt auf alle Fälle, dass im Top so ein bisschen versucht wird reinzukaufen. Über den Order Flow oben rechts wird oben bei 17.983 im Future relativ viel getradet. Markt kann sich noch nicht wirklich davon diesen Preisbereich wegmachen. Mal gucken, wo jetzt entsprechend das Volumen reinkommt. Sieht aber so ein bisschen aus, dass jetzt, nachdem die Kauforders hier gefüllt wurden, so ein bisschen Verkaufsdruck reinkommt. 15-Minuten-OAB wäre jetzt der nächste Trade, genau. Gut gesehen, also Teilnehmer, die hier schon öfters dabei sind. Ja. Gut, Verkaufsdruck ging durch. Bis jetzt, mal sehen, 17,79 wäre jetzt hier im Dow Future zumindest eine Marke für die Orderflow-Trader, dass der Markt bis dahin läuft. Ja, also hat man leicht gesehen. Aber jetzt, wie gesagt, rein aus dem Candle-Chart, jetzt so als solches kein Setup. Ja, 15 Minuten oben Range Breakout für alle die, die etwas länger dabei sind. Das heißt, mit neuer Kerze könnte ich jetzt genau den prozyklischen Trade dann auch entsprechend machen. Das heißt, es wird eine Buy-Stop-Order vorbereitet. 3 Punkte über den Hoch bei 17.803, 2. Werde ich eine Buy-Stop-Order reinlegen als 15 Minuten Open Range Breakout. Ich nehme mal 10 CFDs. Take Profit nehme ich auch bei 20. Minimum Ziel ist auf alle Fälle plus 5.
Aber werde das mal soweit einstellen. Also das heißt, ich habe jetzt einen Buy-Stop für den 15 Minuten Open Range Breakout reingelegt. Mal gucken, ob der Trade kommt, wenn er kommt. Bei 18.002, um genau zu sein, habe ich den Kurs reingelegt. Sind 3 Punkte über dem Hoch der 15 Minuten Range. Kurs muss bis 15:50 Uhr getriggert werden. S&P schafft es nicht, durchs Volume Low bis jetzt durchzuhandeln. Mal sehen, wie weit jetzt der. Mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt das Tief der 5-Minuten-Kerze, der letzten 5-Minuten-Kerze triggern. Wenn wir das Tief jetzt triggern, der Markt fällt vielleicht noch bis und also jetzt nicht stark weiter, würde ich hier im Trend sogar, könnte man jetzt hier sogar nochmal einen Long Trade aufnehmen, dafür darf es jetzt aber nicht stark fallen. Ja. Der 15 Minuten Open Range Breakout, der Trade bleibt drinnen bis 15:50 Uhr. Danach wird der Trade gelöscht. So, jetzt haben wir das Tief der letzten 10 Minuten rausgeholt. Ups, muss man hier die. Ich verschiebe mal hier den Stop. Der Stop ist, wie gesagt, nur für den Trade, wenn der getriggert wird. So. Na da, Club Up Dow. Also, bis jetzt Fehlausbruch durchs. Durchs Tageshoch bis jetzt das Ganze, also bis jetzt haben wir hier den Fake-Ausbruch auf der Oberseite gesehen, sind nicht durchgekommen, mal sehen, wie weit der Markt jetzt runterkommt. Also da sieht es jetzt wieder schlecht aus, wenn man in der Struktur denkt, also Struktur wäre jetzt die gewesen, Bewegung, Korrektur, Bewegung, die Korrektur jetzt aber, die Bewegung hier nach unten ist mir zu steil, von daher wäre ein typisches Bild in den USA, dass wir direkt nach unten jetzt wieder fallen. Gibt es ja auch relativ viele Bewegungen, die so laufen. Ja, wie gesagt, der Order Flow hat so ein bisschen bei 17.994 das gezeigt. Im Future, dass es da jetzt nicht direkt höher ging. Aber gut, jetzt auch doch recht weit nach unten. Ich bräuchte jetzt für einen Short Trade wieder erneut eine Bewegung nach oben, um dann zu überlegen, ob man da reinkommt. Ansonsten bin ich in der Struktur oder haben wir eine Struktur im Markt, die mir so nicht gefällt. Das heißt, der Markt geht einfach nur hoch und nur runter. Das heißt, ich müsste die ganze Zeit antizyklisch direkt halt traden. Ja, da bin ich aber gerade nicht in diesem Modus da drinne. Und da müsste ich dann auch, oder sagen wir es mal so, in diesem Modus ist es so, ich muss mich dann in der Sekunde entscheiden, ob ich klicke ja oder nein. Fällt mir aber in so einem Webinar meistens schwer, da so extrem schnell zu reagieren, da ich einfach vom Kopf, also da meistens die Bewegung im Markt schneller geht, wie das, was ich gerade denken kann. Also so eine Bewegung wie jetzt gerade, die halt unter 10 Sekunden abläuft, von 10 Punkten, das kriege ich im Webinar nicht hin. Das kann ich, wenn ich privat das aushabe, dann kann ich vielleicht irgendwie bei so einer Bewegung noch einen Trade absetzen oder davon partizipieren. Aber in einem Webinar kriege ich das nicht hin. Ja. Gut, also wir haben es jetzt 15:49:50 Uhr, also der Trade wird auf alle Fälle gelöscht werden. Ja, also das heißt, vom Regelwerk wurde der obere Trade nicht getriggert. Es gibt andere Marktteilnehmer, die lassen die Position offen bis zur vollen Stunde. Ich trade es halt nur in den ersten bis zur neuen 5-Minuten-Kerze. Ja, und muss jetzt den Trade hier beenden. So. Also, das heißt, zumindest nach dem Setup ja, wird die Order gelöscht und der 15 Minuten Open Range Breakout wurde sozusagen nicht aktiviert. So, jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, dass der Markt halt stark nach unten gefallen ist, bin bis jetzt nicht short und das ist wieder eine Struktur, die sich jetzt hier aufbaut, die nervt mich jetzt schon an. Jetzt geht der Markt wieder 10 Punkte hoch, dann geht es wieder da hoch, dann wird wahrscheinlich ein Fake kommen. Dann kommt wieder plötzlich eine Attacke nach unten. Also ein sehr, sehr unstrukturiertes Bild wird es werden. Und ja, da braucht man extremst gute Einstiege. Also bei der Vola jetzt im 5-Minuten-Chart von 25 Punkten,
ist es extrem schwer, da einen guten Trade abzusetzen. Nicht schön für mich, aber so ist der Markt. Sind im Premium Service auch Lerninhalte zum Lesen des Orderflows? Ja, also durchaus. Ja, sind auf alle Fälle vorhanden und wir nutzen die sowieso immer in meinem Trading schaue ich hier immer mit auf diese Sachen drauf, Orderflow zu lesen, weil für mich das eine wichtige Informationsquelle ist, die ich dann nutze, wenn sie für mich dann in der Sekunde, in der Zeit gerade einen Vorteil bringt. Aber zum Beispiel jetzt das, was wir jetzt hier gerade sehen, das ist ein Markt, den ich als Trader so nicht traden kann, weil einfach massive Market Orders auf dem Markt treffen, die dazu führen, dass der Markt halt in einer Minute oder innerhalb von ein paar Sekunden plötzlich um 13 Punkte fällt. Das heißt, es kommt eine große Order rein, die entsprechend alle Limit Orders im Dow Jones oder im S&P rausnimmt. Und in der Sekunde, wo der aufs Knöpfchen drückt, wird diese Order halt abgespult, was dazu führt, dass der Markt halt kurz 13 Punkte runterfällt. Und das Problem, was wir als normale Trader haben, also die Trader, die diskretionär traden, ist, wir müssten eigentlich oder wir können nur entscheiden, bei 17.986 können wir nur entscheiden, short zu gehen. Sollten wir während diese Order hier läuft entsprechend uns entscheiden, short zu gehen, werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erst bei 17.978 reinkommen, was dazu führt, wenn jetzt, nachdem der Markt nach unten angefixt wurde, nichts nachkommt, wir wieder nach oben gehen. Und das führt dazu, dass man als diskretionärer Trader in dieser Phase, die jetzt gerade läuft, diese letzten 3, 4 Minuten oder 5 Minuten, wir eigentlich zu langsam sind. Ja, weil wir wissen nicht, wann kommt jetzt die nächste große Market Order, die den Markt von einer auf die nächste Sekunde oder innerhalb von 10 Sekunden oder 20 oder 30 Sekunden plötzlich 10 Punkte nach oben oder 13 Punkte nach oben oder nach unten schickt. Und das führt sehr oft dazu, dass wir als Trader, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, das Ende der Bewegung sehen. Also das heißt, wir sehen jetzt vielleicht mal nur als Beispiel, der Markt fängt jetzt an, nach unten zu tendieren. Wieder 10 Punkte, wir klicken dann rein und sobald wir das gemacht haben, sind wir am tiefsten Punkt short, danach geht der Markt wieder 20 Punkte hoch. Ja. Also das heißt, wir hätten jetzt short sein müssen und wenn ich jetzt short klicke, ja, aus Demonstrationszwecken könnte ich das durchaus machen, würde ich der Meinung sein, dass wir maximal vielleicht bis hier runtergehen, ans Tief der letzten 5 Minuten Kerze und wenn man da unten nicht raus ist, kann es durchaus passieren, dass man so schnell, kann man gar nicht gucken, der Markt wieder eventuell wieder hochgeht. Aber man muss halt in der Sekunde entscheiden, ob man es macht oder nicht macht, weil sobald man wartet, dass der Markt hier einen bestätigt oder nicht bestätigt, ist eh zu spät. Ja. Ja. Also das ist halt das, was gerade jetzt schon für mich so ein Nervmarkt ist, was der Dow Jones halt doch öfters mal macht, dass der Markt halt wie so ein Fitschefei, sage ich immer, hin und her schnippt. Und manchmal kann man sogar sagen, man geht alle 2 Minuten in die Gegenrichtung der vorhergehenden Bewegung, kommt man aktuell durchaus ganz gut hin, so bis die Bewegung dann mal wieder losgeht. Ja. Ja, also ich kann das natürlich sehr gut, ich kann das sehr gut, also ich verstehe, also hier an dieser Kerze sieht man schon wieder, wenn man die Minute davor short war, also jetzt die Minute davor short war, hat hier unten nicht glatt gestellt, hat man das Problem, dass man jetzt hier wieder plus minus null rausgeht, hinten hängt oder was auch immer, je nachdem, wo man hier eingestiegen ist. Und das macht das halt so nervend, das Ganze, dass man an der Stelle nur eigentlich reingehen kann, entscheiden kann, ich gehe jetzt rein, short. Der Markt muss innerhalb einer Minute mir die Punkte geben. So, das wären hier maximal irgendwie 8 Punkte gewesen. Und dann bin ich raus. Und wenn ich da nicht raus bin, habe ich entweder null oder eventuellen Verlust, wenn ich da eine Sekunde zu spät eingestiegen bin. Also das macht es halt wirklich gerade ziemlich nervig, das Ganze. Und ist nicht zu unterschätzen, dass selbst im 1-Minuten-Chart, solche abwechselnden Kerzen dauernd 1 Minute hoch, 1 Minute runter, 1 Minute runter, 1 Minute hoch, dass sowas bei vielen Tradern, die ich auch privat coache oder auch im Webinar, der ein oder andere, der sich da mal offenbart,
der dann mit solchen Trades oftmals Probleme hat, weil der Markt halt jede Sekunde eine andere 10 Punkte hin und her schnippt. Und wenn man da das wirklich genau betrachtet, ist man eigentlich zu langsam für den Markt. Ja, oder man muss anders entscheiden. Ja. Ja. Und deswegen, und da sind wir jetzt an so einem Punkt wieder, wo ich sage, das Spurenlesen. Es gibt eine gewisse Spur, die ich verfolge. Das heißt, ich versuche zu erkennen, wohin der Markt als nächstes geht. Und jetzt kommt es darauf an, wo bekomme ich mein Setup? Das heißt, ich habe halt gewisse Regelwerke, die ich in meinem Webinaren, in meinem Premium-Service immer stets und ständig durchgehe. Und welches dieser ganzen Setups, die jetzt in meinem Kopf drin sind, ja, welche dieser Routen wird aktiviert? Und das ist das ganze Thema, ja. So, das heißt, klar, also wenn ich jetzt hier irgendwie was versuchen würde, wäre das nur zocken. Da gibt es kein Setup für das eine oder andere. Ich muss jetzt halt warten, bis sich der Markt für eine Richtung entscheidet. Wo findet er so eine Unterstützung? Wo könnten die Käufer wieder reinkommen? Das muss ich jetzt hier rauskristallisieren, so dass ich dann für mich dann sagen kann, okay, mit dem Trade habe ich 60% Chance bei dem und dem Risiko, dass das Ding aufgeht, weil das habe ich in den 16 Jahren 10.000 Mal getradet. Ja. Sagen die Kerzen jetzt nicht, dass da oben Ende Gelände ist? Es sieht zumindest so aus. Also zumindest haben wir jetzt hier oben, sind wir nicht weitergekommen. Bei dem Markt ist aber, also prinzipiell würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir hier oben so ein bisschen fertig haben. Nicht fertig wäre, wenn wir jetzt hier der Markt konsolidiert jetzt hier zwischen 17.970 und 17.994. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch nochmal einen Ausbruch auf der Oberseite kriegen werden. Das heißt, die Attacken nach oben sind da. Wir haben auch ziemlich viel Verkaufsdruck im Markt gerade drinne, was mir die roten Kerzen hier zeigen. Aber sollte dieser Verkaufsdruck nicht durchgehen, sehen wir durchaus nochmal neues Hoch. Also davon würde ich jetzt ausgehen. Frage würde jetzt sein, ob der Druck halt durchgeht. So, ich habe halt hier in dieser Schwankungsbreite im 5-Minuten-Chart und auch im 1-Minuten-Chart aktuell kein Setup. Das Einzige, was ich jetzt hier sehe im 1-Minuten-Chart ist, wir haben schön fallende Hochs, aber ja, ein gutes Tief. Es gibt jetzt ein Setup, was hier zum Tragen kommen könnte, wäre, ich handle keine prozyklischen Ausbrüche. Das heißt, ich würde darauf warten, der Markt triggert die 17.969 an. Wenn er dort drunten keine Verkäufer findet und geht dann wieder hoch in diesem Bereich, würde ich versuchen, um 17.970 long zu kommen, mit dem Ziel, dass der Markt bis 17.990 bis 18.000 wieder hochgeht. Frage, nach welcher Zeit haben Sie kontinuierlich Erträge erwirtschaftet? Also das lag so, wenn man es jetzt nimmt, also ich meine, man tut ja am Anfang sehr, sehr viel probieren, bis man sich findet. Ich hatte mir ein komplettes Jahr Auszeit genommen, deswegen konnte ich, oder sogar 1,5 Jahre Auszeit, deswegen konnte ich relativ viel Stoff mir reindrücken innerhalb kürzester Zeit und war dann so nach 2 Jahren, ging es dann los, dass ich dann von einen absoluten Loser sozusagen. Ja, also meine Performance ging kontinuierlich nach rechts unten. Ach Mensch, Stau, jetzt geht er nochmal kurz darunter. Dass ich von einem doch von der Performance, die kontinuierlich nach rechts runter, nach rechts unten ging, entsprechend dann Break-Even war und dann so nach 1,5, 2, 2,5 Jahren ging es dann so langsam und stetig nach oben. Und ja. Seitdem habe ich dann bis zum Jahr 2008 ausschließlich only nur vom privaten Trading gelebt und ich glaube 2008 oder 2010 bin ich dann zu Gottmo Trader gewechselt und habe dann mich der neuen Aufgabe hier gewidmet.
Gut, also prinzipiell wäre ich ja für einen, so jetzt haben wir das Thema Box-Setup eventuell gleich. Kann ich hier ganz gut erklären. Also wir sehen, der Markt schließt am Hoch der 5-Minuten-Kerze. Die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze geht etwas höher. Nimmt auch noch das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze raus. Ziel wäre jetzt, das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze rauszunehmen. Ja, wenn der Markt in Range jetzt geht, wäre das das Ziel. Problem, was ich jetzt nur habe, ist, wenn ich jetzt hier unten Short gehe, habe ich ein Punkteziel von 5 Punkte zu einem möglichen Stop von 9 Punkte. Macht eigentlich nicht wirklich Sinn für einen ersten Trade. Ja, also das heißt, die Situation, das Setup als solches ist aktiviert, wenn der Markt jetzt hier unterhalb der 17.000, wenn er jetzt hier runterfällt auf die 17.977, wäre das definitiv aktiviert, dieses Setup. Ja. Und macht aber keinen Sinn, rein aus chance-risikotechnischer Sicht nicht. So. So, da kommt wieder diese Market Order. Mal gucken, da oben die 17.89. So, jetzt kommt wieder das Motto, wenn es jetzt hier nach unten nicht geht, kommt jetzt wieder die Oberseite zum Tragen, die den Markt auf der Oberseite anfixen wird. Das heißt also, jetzt werden wir gleich sehen, ob der Markt wirklich nach oben fertig hat oder nicht. Ich denke jetzt mit neuer Stundenkerze, wenn wir zum Stundenende mal drauf schauen, also letzte Stundenkerze sieht ganz gut aus. Ja, und jetzt die aktuelle Stunde, die jetzt gerade neu begonnen hat, ab 16 Uhr, da werden wir jetzt sehen, ob nun wirklich hier oben bei 18.000 Schluss ist oder nicht. Wer der Meinung Schluss, dass hier oben Schluss ist, kann natürlich schauen, ob er hier ein Setup kriegt, dass er auf der Oberseite einen Short Trade reinbekommt. Was ich nicht mache, ist, dass ich direkt mich jetzt anfange bei 17.990 bis 18.000 zum Beispiel Short zu positionieren, also hier jetzt Short Positionen auf diese Range aufzubauen. Das mache ich nicht. Denn in meinem Trading ist es so, dass ich ein recht schlechter Range-Trader bin. Also immer wenn ich denke, jetzt hält die Range, dann bricht die Range. Also von daher werde ich sowas nicht handeln. Ja. Ich warte halt geduldig auf mein Setup. Es gab sogar letztens ein Webinar, da habe ich eine ganze Stunde überhaupt nicht gehandelt. Und gestern haben wir im DAO gerade mal einen Trade bekommen. War halt auch nicht so pralle. Ja, Rest wäre alles nur Feeling-Trades gewesen, Intuitions-Trades, aber keine Setup-Trades. Ja. Die gehandelten Umsatzzahlen, die man jetzt gerade gesehen hat, die erhält man nur, wenn man den DAO Future, also wenn man direkten Zugang zum Future hat. So, jetzt werden wir gleich mal sehen, ob wir oben fertig haben, ja oder nein. So, wer der Meinung ist, wir haben fertig, hat jetzt hier rein chance-risikotechnisch natürlich einen Top-Szenario für einen Short-Trade. Wie gesagt, ich bin im Beurteilen von einer Range extrem schlecht. Also die Auswertung meiner ganzen Trades hat mir halt immer wieder vor Augen geführt, dass wenn ich denke, das ist eine Range, dann bricht das Ding. Ja, also das war ja, in relativ vielen Fällen der Fall. Und da ich das weiß, handle ich es halt einfach nicht. Also ich kann ja den Markt auch nicht beeinflussen. Ja, ich würde auch lieber gerne einen Trade machen und ein bisschen was zeigen, aber ich kann es natürlich auch nur machen, wenn der Markt mir halt entsprechend das gibt. Das ist ja auch so, wenn ich in der Formel 1 in der Boxengasse stehe und ich habe Regenreifen drauf, dann fahre ich ja auch nicht, wenn die Sonne scheint, sondern muss halt warten, bis Regen ist. Und dadurch, dass ich jetzt hier in der Boxengasse warte, dass irgendwie irgendwie eine eindeutige Wetterlage erkennbar ist, ja, und solange das nicht ist, kann ich keinen Trade machen. Das ist ja auch einer der Gefahren vieler Trader, dass sie einfach traden aus Langeweile heraus und dann immer merken, okay, jetzt habe ich wieder aus Langeweile einen Trade gemacht, jetzt bin ich in einem Markt drin, wo ich gar nicht drin sein möchte oder an einer Marke drin, wo ich gar nicht drin sein möchte. Nur weil man dann plötzlich aufgrund von irgendeinem Reiz, ja, man sieht nur plötzlich eine schnelle 1-Minuten-Kerze, aufgrund dieses Reizes geht man schnell in den Trade ein und merkt dann, oh Gott, wurde ich mal schön in eine Falle gelockt. Ja. So, also sieht sehr gut aus bis jetzt, dass der Markt hier oben hält.
Ja, also in der Range. Kommt nichts raus, rein. So, einziger Grund, der jetzt für mich so ein bisschen positiv wäre, falls das Tief der letzten 5 Minuten halten sollte und wir vorher herausgehen nach oben, dann wäre zumindest, also ich bin so eher der Trader, der so ein bisschen mehr den prozyklischen und Trendblick hat. Das wäre für mich jetzt so positiv, wenn wir steigende Tiefs haben, so dass ich jetzt das hier oben nicht als Range sehe, die 18.000er Marke, sondern eher als Widerstand sehe. Und wenn der Markt von dem Bereich nicht mehr so stark runtergeht, dass wir dann versuchen, diesen nochmal in der zweiten Welle zu knacken. Aber das, ja, da muss halt der Markt mir das halt dann so geben, dass ich das auch handeln kann. So, da, solange das nicht passiert und ich hier auch kein Short Trade eingehe, ja, und auch nicht traurig bin, weil, falls der Markt doch runterfällt, also falls das kommen sollte, kann ich ja mich nochmal kurz der Fragen widmen. Ja, also prinzipiell möchte ich eigentlich, solange wir über 17.973 bleiben oder 17.968 bleiben, eher die Long-Seite traden. Wichtig für mich wäre, wenn die Rücksetzer immer kleiner oder immer höher bleiben. Ja, einen Long-Trade hätte ich ja gerne gemacht, aber bei dem Long-Trade habe ich ja auf dieses Szenario, wer sich das Video dann nochmal anschaut, gesetzt, dass der Markt hier kurz runtergeht, also durch das Tief geht, durch die 69 und dann steigt. Das wäre eigentlich mein Szenario gewesen, aber das wurde leider nicht erfüllt. So, mal sehen, Ende der 5-Minuten-Kerze. Also wenn zum Ende der 5-Minuten-Kerze jetzt nochmal stärker reinkommt, bis 16:10 Uhr geht ja die Kerze. Vielleicht kriegt man ja dann den Ausbruch. Also, Regelwerk fürs Ausbruch ist definiert für mich. Der Markt muss außerhalb des, also über dem Hoch schließen. Also ich brauche eine 1-Minuten-Kerze, die darüber schließt. Und mit der nachfolgenden 1-Minuten-Kerze gehe ich dann long. Also wenn die Kerze bis 18.001 läuft, dann gucke ich auf die Uhr, wenn es dann 1 Minute später ist und der Markt das hoch triggert, dann gehe ich rein. Ist keine Garantie dafür, dass es kein Verlust wird. Kann genauso auch ein Verlust werden, ja. Wie viele Trendgrößen? Da weiß ich jetzt nicht, was mit Trendgrößen gemeint ist, ja. Gibt es die beim Trend, die ich beim Trading erkennen muss? Trendgrößen, da kann ich jetzt nichts mit direkt anfangen. Ja. Ja. Wie gesagt, also wer das als Widerstand sieht, kann da die Shortseite traden. Wer das als wieder, also es gibt ja zwei Möglichkeiten immer. Widerstand bleibt Widerstand und damit eine Range oder bleibt ein Hochpunkt. Und Widerstand wird gebrochen. Ja, also es das heißt, Widerstand wird gebrochen und dann kommt Trendfortsetzung. Beide Möglichkeiten sind 50-50 zu sehen. Ja, und wenn ich den Markt in Summe sehe, also das heißt, den Markt jetzt seit gestern sehe, ist bis jetzt ist es so, dass der Widerstand in einem Trend an einem Hochpunkt ist. Ja, und im Normalfall, der Trend hat Vorfahrt in vielen Fällen. Das heißt, auch hier, wenn der Markt darüber geht, ist da durchaus noch Platz nach oben. Ja, also das heißt im Sinne eines Trends. So, und ob der Markt das wirklich als Trend, also als Widerstand hernimmt oder nicht, oder ob er das dann später bestätigt oder nicht, darüber mache ich mir keine Gedanken, weil das wird mir der Markt dann schon zeigen. Ja, ob er das wirklich rausnehmen kann und nicht. Und wenn das halt nicht rausnehmen kann, ist auch okay. Dann kriege ich halt irgendwo anders ein Setup. Ja. Man kann sicherlich auch auf die runde Marke schieben. Ja, also wer das will, kann natürlich auch sagen, gut, die runde Marke trägt da ihren Teil dazu bei. Ja, kommt ja halt immer darauf an, wo man tradet. Ja, also hier ist es eine runde Marke, im Future ist es keine runde Marke. Da haben wir noch ein bisschen Platz bis zur runden Marke. Das Einzige, wenn ich Short traden würde, wäre ein Fake-Ausbruch. Also ein Fake-Ausbruch trade ich schon gerne Short. Das heißt, der Markt geht kurz raus. Das heißt, auch die 1-Minuten-Kerze schließt mindestens nicht oben, also über dem auf neuen Hoch.
Der Markt geht sofort nach unten. Wenn sie im Idealfall mit der 5-Minuten-Kerze zusammenpasst, würde ich dann hier wieder unter 17.994 in den Short machen. Ja. Also wie gesagt, bei dem Gedönsmarkt, die Volatilität nimmt weiter ab. Bei meiner ATR sind wir jetzt bei 10 angekommen. Also auch hier ist es so, man kann jetzt hier nicht mehr wirklich auf große Bewegungen bis jetzt setzen. Ja, schauen wir mal. Gut, ich schaue mal noch ein bisschen die Fragen durch. Sind ja etliche Fragen noch reingekommen, die ich noch beantworten kann. Großer Widerstand, wie gesagt, mit den 18.000 als runde Marke habe ich gerade schon erklärt. Gibt es eine Möglichkeit, die Performance nachzuvollziehen, wie viele Punkte pro Webinar werden durchschnittlich mit den genutzten Methoden erreicht? Also erstens muss man wissen, dass wir immer nur 2 Stunden, dreimal oder viermal die Woche halt handeln. Das heißt, die Performance ist jetzt nicht, also wie gesagt, beschränkt sich auf 90 Minuten Trading, weil wir fangen um 15 Uhr an, machen die Analyse und um 15:30 Uhr bis 17 Uhr bleiben halt noch 90 Minuten Trading. Wir haben dieses Jahr keine sehr gute ausgeführte Performance, denn wir haben im Januar, Februar und Anfang März haben wir in einem kleinen Konto gehandelt. Wir haben danach auf mein Realgeldkonto wieder umgeswitcht, was ich dann aber nach einem Monat wieder auch eingestellt habe, weil ich gemerkt habe, dass es einfach zu viel halt ist an Informationen, das, was ich hier alles beachten muss. Und es schleichen sich solche kleinen Schusseligkeitsfehler rein, die mich dann halt richtiges Geld kosten. Und seit 1.6. haben wir jetzt wieder einen großen Account, wo man aber auch das mit entsprechenden Mitteln auf seinen Account runterrechnen kann. Also wir traden aktuell einen 200.000-Euro-Account mit einem Risiko von 0,1 bis 0,3% pro Tag mit minus 1% Maximumrisiko. Und dieser Account, ja, läuft jetzt ja erst seit 3 Tagen. Also da ist jetzt noch keine große Auswertung. Wer eine Auswertung haben möchte, wir haben letztes Jahr, ich kann die Excel-Tabelle online stellen, könnt ihr euch gerne einsehen. Letztes Jahr haben wir geschafft 55%. Also letztes Jahr haben wir komplett durchgehandelt mit dem Account. Ja. Ja, die einen, die rechnen gerne in Punkte, die anderen rechnen gerne in Geld, die anderen rechnen gerne in Prozent. Kommt halt auch immer so ein bisschen auf das Geld drauf an, was dahinter steht. Ja. Ist es möglich, Backup-Test selber zu machen? Backup-Test ist eigentlich nicht möglich, macht auch gar keinen Sinn. Kann ich gleich erklären. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob mein Trade hier kommt. Muss ich mich da jetzt mal konzentrieren. So. Also, jetzt sehen wir, versuchen wir jetzt das hochzubrechen. Den Widerstand sozusagen. Und jetzt kommt es darauf an, ob der Widerstand wirklich gebrochen werden kann, ob es ein Fehlausbruch wird oder nicht. Ja. So, schauen wir mal. Also wie gesagt, jeder muss das, wenn er es tradet, an sein Risikomanagement anpassen. So, bis auf den Punkt genau dran gelaufen, nicht durchgelaufen. Machen es heute sehr genau. Mal sehen, was die neue 5-Minuten-Kerze sagt. Also für die, die auf Widerstand traden, natürlich ein, wie gesagt, ein schönes Setup. Ich trade es nicht, weil ich hätte jetzt ja, es fehlen halt 3 Punkte, 4 Punkte oben raus. Ja, dann ist das mein Setup, wie ich es eingezeichnet habe, aber dafür brauche ich halt das neue Hoch. Ich gehe halt nicht direkt an dem Hoch. Ich möchte halt sehen, dass da oben bei dem Hoch halt Stops gefischt werden und damit ich dann da reingehen kann. Ja. Ja. Knapp daneben ist auch vorbei. Schöner Move runter, 15 Punkte jetzt am Stück. Ja, davon wären 3, 4 Punkte durchaus möglich gewesen. So, mal sehen, wie der Rücksetzer ausfällt, ob man jetzt trotzdem nochmal versuchen, da hochzurennen.
Richtung 18.000. Also wir sehen beide Seiten relativ aktiv. Also die Verkaufsseite versucht den Markt zu drücken, schafft es bis jetzt aber den Markt nicht durch die 17.970 zu drücken. Die Kaufseite kauft in Richtung des Hochs, schafft aber den Markt jetzt nicht auf ein neues Hoch zu drücken, muss jetzt wieder eindecken. Das führt zu dieser extrem schnellen Bewegung. Ja, also man fixt den Markt nach oben an und dann kommt nichts nach und dann geht es halt relativ fix wieder runter. Gleich wird es wahrscheinlich auf der Unterseite auch versucht werden. Sollte der Markt sich aber trotzdem wieder stabilisieren, relativ schnell, dann werden wir sicherlich nochmal auch hier versuchen, wieder die Oberseite ranzunehmen. Ja. So, so, so. Ja. Ja. So, auf 5-Minuten-Basis sieht das Bild halt echt soweit relativ schrecklich aus. Also wir pendeln hier so ganz grob 25, 30 Punkte hin und her. Wohler nimmt weiter ab. Wir unter- und überschreiten jeweils die 5-Minuten-Kerzen. Ist halt, wenn man von einem strukturell sauberen Bild ausgeht, nun nicht der richtige Markt dafür. Der Markt kann sich halt nicht entscheiden, wie gerade schon erwähnt, die Hochs zu kaufen oder die Tiefs zu verkaufen, eins von beiden. Irgendwann wird sich der Markt mal entscheiden. Ansonsten sehen wir heute einen relativ lahmen Tag, der dann, tja, vielleicht erst kurz vor Tagesende heute nochmal einen richtigen Trall kriegt. Ja, und bis jetzt ist eigentlich so gesehen nicht viel passiert, denn wir schwanken innerhalb dieser breiten Spanne hin und her und das war's. Oh, so. Also wichtig ist nochmal, wenn ich nicht trade, heißt es ja nicht, dass andere nicht traden sollen. Also man muss halt für sich entscheiden, wo sind seine eigenen Stärken und Schwächen. Und meine Schwäche ist definitiv ein Range-Trading. So, da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Bloß wenn ich das weiß, also wenn ich weiß, dass ich keine, weiß ich, dass ich kein Fahrrad fahren kann, ja, dann fahre ich halt lieber Auto. So als Beispiel. Ja. Also wenn ich weiß, dass das Range-Trading meine Stärke ist, weil meine Auswertung dort zeigt, dass ich da eine Trefferquote von 25% habe und nur also in Summe auch sicherlich mal den einen oder anderen Gewinntrade dabei habe. Aber dann muss ich das nicht sagen, gut, klar, für mich, das ist jetzt eine Range, aber das habe ich ja sonst in meinem Trading auch immer gedacht, dass das eine Range ist und dann bricht er das jedes Mal. Also muss ich halt das erkennen für mich und sagen, das ist halt eine Schwäche von mir und ja, in der Mehrzahl der Fälle, über Jahre gesehen, bringt es nicht, dass ich mich auf eine Range einschieße. Ja, es gibt andere Trader, die da einen sehr, sehr guten Marktkenntnis dafür haben, die das sehr gut sehen können und die auch bereit sind, hier am Hoch Short zu gehen. An einem anderen Tag werden sie dort auch Short gehen und plötzlich pfeift der Markt halt 50 Punkte nach oben durch. Dann müssen sie halt im Verlust raus. Ja, ich warte halt drauf, dass entweder der Markt ein neues Hoch macht, das nicht bestätigt runtergeht, damit ich Short handeln kann, oder er bestätigt das neue Hoch und ich kann danach Long handeln. Eins von beiden. Ja, das ist alles. Ja, und ich will ja auch nicht rumorakeln. Ja, ich möchte ja eigentlich einen Trade haben, der nach meinen Regelwerken läuft oder zumindest vom Start her so aussieht, dass er meinem Regelwerk Genüge tut, mich triggert, ein Setup gibt, dass ich dann sagen kann, da machen wir jetzt mal einen Trade. Ja.
Und alles andere ist halt Rumraterei. Das bleibt halt dabei. Und das ist halt genauso auch mit dem Spurenlesen und auch mit dem Backtesten. Vielleicht da nochmal ganz gut ist das zu erklären. Ich habe das jetzt, wir hatten das ja erst nämlich die Woche in der Schulung gehabt mit dem Thema Backtesten. Beim Backtest ist es so, ich gebe ein gewisses Regelwerk vor und lasse das einfach durch den Computer laufen. Problem ist, kann man eigentlich auch ganz, ganz, also wenn man sich dann mit dem Thema auch wirklich ernsthaft befasst, ja, was ich auch ich über die Jahre natürlich auch machen musste, denn auch ich habe früher mal gedacht, wenn ich jetzt einfach einen Backtest mache, also ich hatte ein Setup gehabt, was ein relativ klares Regelwerk hatte. Und dann habe ich zum Kumpel gesagt, hier, du kennst dich aus dem Programmieren, programmier mir das mal. Was kam raus? Trefferquote nahe 50%. Ich sage, kann gar nicht sein. Ich mit meinem Regelwerk, wenn ich das trade, ich habe eine Trefferquote von 70% mit dem Teil. So. Und dann kommt man nämlich allein schon dort relativ fix auf diese doch auf die Fehlerquellen dieser Backtests im kurzfristigen Bereich. Und das, vielleicht das nochmal auch für jeden nochmal ganz kurz ausgeführt. Das heißt, ich habe ein gewisses Regelwerk, ich zeichne das mal kurz. Wir machen mal ganz einfaches Regelwerk. Ja. Keine Ahnung. Ja. Was fällt mir ein Regelwerk? So. Nehmen wir mal ganz einfach Stochastik. Ganz einfaches Thema. Das heißt, ich habe hier, ist ein bisschen schief jetzt. Ich habe unten die Stochastik. Ja, so. Das heißt, die Stochastik pendelt ja immer hin und her. So. Also ich mache es jetzt mal einfach, weil sonst zeichne ich mich ja so. Das heißt, auf der Oberseite bei 80 oder was man da einstellt, ist sie überverkauft und hier unten bei 20 ist sie überkauft. So. Und jetzt haben wir aber da oben unterschiedliche Kursverläufe. Das heißt, der Markt fällt hier runter, geht dann hoch, fällt er runter, alles gut und schön. So, dann geht er hoch, dann fällt er runter, dann geht er hoch, dann fällt er runter, dann geht er hoch, ja, und dann fällt er hier ganz weit runter. Macht so und fällt wieder runter. So. Und jetzt habe ich ein Setup, ein ganz einfaches Setup, was mir einfach sagt, immer wenn die Stochastik hier rauskommt, dann, oder wenn sie hier rauskommt, dann kaufe. So, das habe ich jetzt nicht ganz so genau getroffen, aber es soll dann so sein, dass der Markt hier kauft. So, das heißt, hier mache ich einen schönen Gewinn. Wenn ich die Gegenseite sogar trade, hier oben dann, wenn der Markt wieder runterfällt, wir auch runterfallen, mache ich auch einen Gewinn. Ist ja super easy, ja, so denkt man sich, so. Dann macht man hier wieder Gewinn, stellt hier oben wieder seinen Trade glatt, wieder Gewinn. Schon dreimal Gewinn gemacht, ist ja fetzig. So, dann geht man hier vielleicht Short, so, die Stochastik ist ja hier oben wieder, entsprechend, man geht hier Short, plötzlich, jetzt sagt man, klar, der Markt geht ja höher, das habe ich ja jetzt eingezeichnet, aber in der Sekunde, wo ich den Trade eingehe, weiß ich das ja nicht, ob der Markt da runterfällt. Das heißt, man geht gedanklich davon aus, dass der Markt ja hier wieder runterfällt, so, in seiner Range. Er pendelt ja vorher auch schon die ganze Zeit hin und her. So, das heißt, so, der Markt fällt, Stochastik ist überverkauft und plötzlich geht der Markt in Trend relativ schnell nach oben. Das heißt, man hat hier mal seinen Stop-Loss. So. Dann das gleiche nochmal, man geht hier wieder Short entsprechend, vielleicht hat man sogar das Pech, ist genau am Tief drin, ab da geht der Markt nach oben, man wird hier ausgestoppt, bekommt sein SL und dann fällt der Markt nach unten. So. So, diesmal fällt er dann halt wesentlich stärker. Dann kommt der Markt hier unten wieder aus der Korrektur. Vielleicht handelt man dann long, ja, bekommt hier ein bisschen Gewinn, weiß jetzt nicht wie viel, und kommt dann hier wieder raus, macht einen Plus. Aber hier sieht man schon wieder, man muss die Stärken und Schwächen dieses Indikators, also dieses Indikators kennen. Und bei einem Backtest ist es so, ich muss halt dem sagen können, die Stochastik funktioniert nur, wenn eine Range ist. Und die Stochastik funktioniert in einem Trend eher unwahrscheinlich, dass sie dort gut funktioniert. Das führt zu der Problematik im Backtest, dass wenn man den Computer einfach drüber rattern lässt, der jedes Signal nimmt. Und wahrscheinlich wird jeder Trader, der einmal mit der Stochastik gehandelt hat, wird erkennen, dass er im Trend nicht die Short-Seite nimmt in einem Aufwärtstrend, sondern halt nur die Long-Seite nimmt. Und das muss man aber ein Computer sagen können. Deswegen ist ein Rücklauf, ein Backtest nur dann sinnvoll, wenn man den Computer noch zusätzlich sagen kann, in welcher vorliegenden Struktur er dann entsprechend die Signale werten soll und welche nicht. So, und das ist halt bei einem Computer relativ schwer zu sagen. Das ist eine Range
Und das, lieber Computer, das hier ist der Trend. So, und man muss beim Computer halt wissen, alles, was nicht richtig ist, ist automatisch falsch. Ja? So, das heißt, sobald ein Regelwerk nicht erfüllt wird, ist es theoretisch falsch. Heißt, der Trade kommt ja nicht mit in den Backtest rein oder nicht. Also von daher bin ich bei Backtest eher ein bisschen skeptisch dem gegenübergestellt, weil der Computer nicht weiß, wann ein Trend ist und wann kein Trend ist und der Computer sozusagen jedes Signal nimmt und ich aber als Trader gar nicht jedes Signal handle. Gut, die Volatilität schläft immer mehr ein. Ja, es gibt halt immer weniger zu tun. Typischer Verlauf, ja, wir konsolidieren ja, mittlerweile in der Handelsspanne nur noch von 9 Punkte. Wir waren heute zweimal kurz vor dem Setup. Der Markt hat es leider nicht geschafft, hier oben rauszugehen, um mein Short-Setup zu triggern. Das wäre jetzt hier durchaus sehr interessant gewesen hier. Entsprechend, ja. Jetzt heißt es hier abwarten und Tee trinken, bis der Markt mal sich irgendwann wieder entscheidet, da in eine Range zu gehen. So. Also, wie gesagt, Thema Backtesten ist auf alle Fälle okay, denn aber bitte nur zurückgreifen auf, also wirklich die Signale auch händisch durchgehen. Ja, es bringt nichts, ein System, vor allem nicht ein kurzfristiges System, durch den Computer zu jagen und denken, man weiß, man bekommt da eine gute, valide Zahl raus. Das funktioniert nicht, weil der René Berthold bei Godmode Trader hat, weiß ich nicht, hunderte Systeme gebacktestet im kurzfristigen Bereich und jedes System hat eine Trefferquote von nahe 50%. Und der einzige Vorteil, den wir haben, ist zu sagen, das ist eine Range. In der Range brauche ich jetzt kein Trendsetup handeln. Das heißt, mein Trendsetup ist ganz weit hinten. Solange kein Trend vorliegt, brauche ich dieses Trendsetup nicht rauspacken. Wenn ein Trend wieder vorliegt, kann ich überlegen, oder wenn es so aussieht, dass der Trend wieder aufgenommen wird, dann kann ich das Trend-Setup sicherlich holen. Aber solange jetzt eine Range ist, brauche ich damit nichts anfangen. Das ist ja Quark. So, und der Computer, der bekommt dann nach Regelwerk vielleicht sein Entry und ein Fehlsignal. Ja, und wir handeln das gar nicht, weil wir sehen optisch, dass nicht die Bedingungen erfüllt sind, um jetzt einen Trend zu handeln. So kann man es vielleicht sehen. Entscheidend ist nicht die Trefferquote, sondern das CRV gebe ich zum gewissen Teil auch recht, also durchaus. Das CRV ist ja aber auch eine prinzipiell eine hypothetische Annahme, die auch nicht zwingend erfüllt werden muss. Ja. Also ich kann natürlich sagen, ich gehe in den Markt rein mit einem Stop von 100 Punkte und einem Ziel von 200 Punkten. Wenn der Markt aber gar nicht von der Volatilität es gar nicht schafft, sich 200 Punkte zu bewegen, nur als Beispiel, dann bringt mir das CRV theoretisch auch nichts. Also ich will jetzt mal, prinzipiell ist aber gut wiederum, natürlich nur einen Trade einzugehen, wo man gedanklich mehr verdienen kann, wie man riskiert. Also von daher ist das CRV sicherlich sinnvoll. Man sollte aber auch sehen, im Skype-Trading zum Beispiel, ich arbeite mit CRVs von 0,5, also von teilweise weit unter 1. Ja. Liegt aber daran, weil wir im Skype-Trading viel auf Trefferquote bauen. Also ich habe eine Trefferquote gestern gehabt von 95%. Ja. Also fast jeden Trade mit Gewinn abgeschlossen, also für einen Tag jetzt. Ja. Also von daher kann das mal so sein. Es gibt auch Tage, also wie gesagt, im Gesamten ist es so, Skype-Trading, kurzfristiges Trading baut halt vorwiegend auf Trefferquote. Und Trefferquote bedeutet halt, dass CRVs vernachlässigt werden. So. Da war mein So zu lange. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt die nächste Minute hier drüber geht, könnte man einsteigen, aber in der Sekunde, wo ich das gedacht habe, ist er jetzt schon wieder durch. Was haben wir hier? 5 Punkte. So, von der Vola kann ich jetzt eigentlich mein Take Profit hier runternehmen auf 5 Punkte. Stop kann man bei 15 lassen.
So, vielleicht kriege ich ja nochmal jetzt einen neuen Trade. Also ich werde jetzt hier nochmal gleiches Thema. Schließ die 1-Minuten-Kerze außerhalb, dann darüber prozyklisch long. Wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so schön. Nach der anderen Einstiegsvariante hätte ich hier unten irgendwo reingehen müssen, aber da war ich eine Sekunde zu langsam. Da habe ich gerade im Chat gelesen, sozusagen. Ja. Also ich werde den prozyklischen Trade versuchen. Mal gucken, ob er kommt. Was heißt prozyklischer Trade? Also 1 Minute muss mindestens außerhalb schließen. Schließt die Kerze mindestens außerhalb, kann mit der nächsten Kerze begonnen werden, eine erste Position einzugehen. Wenn nicht, wie gesagt, hier oben wieder für die Short-Seite logischerweise auch die Möglichkeit, den Short-Trade zu nehmen und wieder die Short-Seite zu traden. Ich, schon mehrfach gesagt, bin da zu doof dafür. Das heißt, wenn ich jetzt dort einen Short-Trade eingehe, dann könnt ihr alle long gehen, weil dann geht es sowieso raus. Also das habe ich auch schon mal in so einem freien Webinar gemacht, habe ich gesagt, bitte den Trade nicht machen, ich gehe jetzt short, weil das ist eine Range. Ihr könnt die Gegenseite handeln und tatsächlich, es kam der Ausbruch. Also ich sehe halt vom Auge halt immer die Bewegung, also immer den Ausbruch und ich sehe nicht jetzt die 15 Punkte Kerze nach unten. Ja? Also das ja, vom Auge her bin ich da anders gepolt. Ja. TP auf 5, warum gehst du nicht davon aus, dass die ATR sprunghaft ansteigt, ja, sobald wir den Break durchs Hoch sehen? In sehr vielen Fällen sehen wir zwar einen Break, aber wer sich mal im DAO oder so allgemein so ein bisschen die Logik anschaut dahinter, der sieht selten, dass wir nach so einer Bewegung einen sehr dynamischen Break sehen. Also ich lasse den TP auf 5, bin aber auch durchaus bereit, den nach oben wegzuschieben. Also das heißt, ich kann, wenn ich den Trade mal eingehe, den TP auch locker verschieben. Also das kann ich mit einem Klick aus dem Chart direkt machen, da muss ich nichts einzeichnen. Ja, ja. Genau, also der Ausbruch ist schon auch ein steigendes Dreieck, ganz genau. Also das heißt, wir sehen halt immer steigende Tiefs, ja, ist immer positiv. Jetzt müssen wir halt nur sehen, dass am Top Kontinuität reinkommt. Die Gefahr ist halt schon auch, dass der Markt halt kurz rausgeht, das nicht bestätigt und dann sehen wir diesen Fake-Ausbruch und den kann man gerne, gut und gerne den Short handeln. So, und wenn der Markt halt keinen Bock hat, ja, dann geht es halt ab da wieder runter. So, man muss sich halt nur für ein Setup oder für eine Richtung entscheiden. Also handle ich die Range, handle ich das Dreieck, handle ich den Ausbruch. So, mal sehen, wenn wir hier uns den Future mal hernehmen, ob wir da vom Flow her ein bisschen mehr sehen. Also, wir haben jetzt hier oben kaum Volumen gehandelt. Nehmen uns mal noch den S&P 500 her. S&P 500. So. So, der S&P, der drückt hier oben, hat er einen leichten Widerstand. 1035 Kontrakte jetzt am Hoch schon gekauft, geht nicht höher. So, da muss mal jemand hier Attacke machen. Also brauchen wir mal jemanden, der so 10.000 Kontrakte jetzt reinhaut, damit da was geht. Also prinzipiell klar, wenn der Trend losgeht, springt auch die ATR wieder an. Ich richte mich bei der ATR halt dahingehend, dass ich allgemein von der ATR immer versuche, je nachdem, wie sie steht, so um die ein Drittel, zwei Drittel oder das Einfache von dieser ATR zu bekommen. Und wenn eine ordentliche Trendbewegung kommt, dann bekomme ich sicherlich auch mehr wie die 9 Punkte. Ja, aber auf der anderen Seite ist auch so, ganz viele Bewegungen im DAO laufen raus, 5, 6, 10, 15 Punkte und dann geht es sofort wieder zurück an so einem Hoch. Und eigentlich bin ich eher lieber jetzt fast für so einen Fehlausbruch.
Was auch passieren kann, dass man, wenn man hier oben nicht einsteigt, also nicht direkt den Breakout tradet bei 18.000, kann es natürlich auch sein, dass die Kerze so lang wird, dass es eigentlich auch schon wieder Unsinn ist, den zu traden. Ja, schauen wir mal, wenn die Kerze jetzt nun kommt. So, S&P wieder am Hoch. Wer jetzt hier so einen Order-Flow-Trade macht und da einen guten Read hat, kann jetzt schauen, wie jetzt am Hoch hier bei 2115 entsprechend gehandelt wird. Wenn man dort einen guten Read auf dem Markt hat und sieht, wie das dort tickert, kann man auch direkt das Hoch shorten. Aber da darf ich nicht in so einem Webinar sein, wenn ich da so einen Trade mal machen will. Ja, also wir haben jetzt so 117 getradet, also wir haben jetzt in beiden Levels bei 2115 es nicht geschafft, also wir haben nur Käufer gesehen. Wir werden von so einem Tausender Limit-Verkäufer gerade geblockt und solange der nicht rausgenommen wird, bleibt der Markt erstmal dort stehen. Die Sache ist nur die, der Markt fällt aber jetzt auch noch nicht weiter runter, das heißt, der Käufer hat noch nicht aufgegeben, das heißt, man geht davon aus, dass man den Verkäufer vielleicht jetzt rausbekommt und dann kann es relativ fix gehen, ja. Also Spannung baut sich auf alle Fälle auf. Ja, wichtig ist halt, dass es halt nicht zu schnell geht. Und dann mal gucken, wer jetzt aufgeben muss. Muss der Käufer hier oben aufgehen, geht es halt relativ schnell runter. Das muss man halt für sich halt entscheiden. Ja, so Verkäufer, Käufer gibt auf so ein bisschen. Das ist die erste Kerze. Oh, ach, Nervmarkt heute. So, solange es jetzt aber wiederum kein neues Tief gibt und der Markt hier oben dran bleibt, ja, wird man weiterhin versuchen, die Position hier aufzubauen mit dem Ziel, das zu brechen. Ja, also da steht, hinter so einem Dreieck steht auch eine ganz klassische, von der Ausführung her gesehene Abarbeitungen von Orders entsprechend. Ja. Also wichtig wäre, dass der Markt auf alle Fälle jetzt nicht mehr unter die 17.977 fällt. Aber ich glaube, da kriegen einige Longs, kommt dann da in die Bredouille. Und das ist dann auch immer der Punkt, wo dann wieder ein Dreieck nach unten aufgelöst wird. Gibt es ja auch, dass so ein Dreieck nach unten aufgelöst wird. Es gibt so viele steigende Dreiecke, die nach unten aufgelöst wird. Die erkennt man meistens nicht, weil daraus dann wieder die breitere Trading Range entsteht. Also bei vielen sieht es so aus, ganz viele Dreiecke, die aufgelöst werden, sehen in der Nachbetrachtung nämlich so aus. Es sieht halt nur keiner, ja, weil es im Detail wieder dann verwischt wird. Das heißt, wir haben hier den Widerstand. Der Markt geht hier in seinem Dreieck. Halt, Quatsch. Was ist denn das für ein Dreieck? So, so, so. Das heißt, wir sehen dann hier das schöne Dreieck und jeder sagt sich, okay, es geht raus. Und was passiert? Meistens geht es kurz raus, dann geht es hier wieder runter und dann geht es wieder hin und her. Und das heißt, aus diesem Dreieck, was wir haben, entsteht dann zwangsläufig ein Widerstand, den wir einzeichnen sollen. Da spricht dann keiner mehr von einem Dreieck, sondern man sieht dann nur noch diese Range hier und verkennt eigentlich, dass das hier mal ein Dreieck war. Ja, so. Auch so ein typisches Phänomen in der Nachbetrachtung, was man so, wenn man einfach über den Chart mal schnell drüber scrollt, auch nicht sieht. So langsam kriege ich sogar so Schwämmchen hier, dass ich bis dato kein Trade gemacht habe. Sehr unglaublich. Also wie gesagt, also statistisch gesehen ist die Chance bei so einem steigenden Dreieck für den Long-Ausbruch auf alle Fälle gegeben, aber wie ich gerade erklärt, gibt es bei vielen Dreiecken auch die Möglichkeit, dass das wieder in eine Range geht. Flat ist auch eine Position, ja. Kostet zumindest kostet sie nichts. Und wenn man Kaffee trinkt nebenbei, schmeckt sie sogar noch. Ich denke, vielleicht auch mal ganz gut zu sehen, also man braucht immer zwei Sachen für einen Trade. Also ich brauche A, eine Struktur, die mir einen Vorteil gibt und B, brauche ich dann das Chance-Risiko-Verhältnis dazu und ich brauche diesen Triggerpunkt. Ja, und wenn halt alles nicht da ist, dann klar kann ich aus Langeweile traden, aber ich denke mal, viele werden es auch erlebt haben, die traden aus Langeweile und hätten sich immer danach gewünscht, dass sie nicht getradet hätten. Ja, also ich meine, in früheren Jahren habe ich mich da auch sehr oft dabei ertappt,
So ein typischer Trade wäre gewesen, kann ich mal so zeigen. Also das wäre ein typischer Reaktionstrade gewesen, dieser hier. Das heißt, ich sehe so die Börse so nebenbei, ja, so, ja, sehe, oh, der steigt, der steigt. Dann kommt dieser eine Sprung und dann hätte ich gedacht, ach Scheiße, jetzt verpasse ich den Megatrend, hüpf dort rein und dann sehe ich danach die Kerze und wünschte mir, dass ich wieder nicht getradet hätte. Also das, glaube ich, so ein typisches Phänomen, was halt, wenn man einfach keinen Plan hat, ja, also ich habe mich da früher auch oft erlebt, dass ich da so einen Trade gerne mal gemacht habe. Und dann immer mir aufgeschrieben habe, Trade, so Langeweile Trade, ja, und da entsprechend schönes Minus dahinter geschrieben, ja, wenn es der Minus war. So, jetzt mal gucken, ob wir jetzt den Trade kriegen. Jetzt mal Konzentration. So, neue 5-Minuten-Kerze. Jetzt kommt es darauf an, ob die 5-Minuten-Kerze wirklich hochschießen will. Also wir schauen jetzt drauf, was passiert, wenn der Markt jetzt hier sein Hoch bricht. Nehmen wir den S&P her und dann mal gucken, ob nun das Setup, also das als solches erfüllt wird, das Regelwerk. Ups. So wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich relativ fix gehen, das ganze Thema. Und also Variante 1, mindestens eine 1-Minuten-Kerze muss außerhalb schließen. Danach gibt es den Trade. Wenn es ein Fake-Trade wird, also das heißt, die zweite Minute geht hoch und fällt dann sofort in sich zusammen, kann es unter Umständen sein, dass ich sogar dann die Short-Seite gehe, trade. So, jetzt mal gucken, ob da oben ein paar Käufer sitzen. Also im S&P haben wir auf alle Fälle ziemliche große Brocken wegzuheben. Also da muss jetzt wirklich jemand Eier haben, dass er da oben die Long-Seite nimmt. So, das ist die erste Minute, die jetzt ausbricht. 66 Kontrakte am Hoch getradet im Dow Future. So sagt die ein, wäre durchaus die Option eines Short Trades dann gegeben. Wenn nicht, muss hier gleich 16:43 Uhr dann den Long Trade überlegen, dass ich den halt trade. So, also Long drinne. Fällt der Markt jetzt so unter die 17.797, wäre dann sozusagen der Trade dann raus. Wichtig wird sein, dass wir jetzt hier, wenn wir jetzt hier den 5-Minuten-Chart sehen, dass wir jetzt hier sozusagen Anschlusskäufer bekommen und dass wir da außerhalb schließen. Wenn das dem nicht so ist, ja, der Markt jetzt nur kurz rausgeguckt hat, können wir die Position dann drehen. So, S&P macht kein neues Hoch. Also Risiko bei dem Trade jetzt 68 Euro. Wie gesagt, muss halt immer gucken, dass es also vom eigentlichen Risiko von 15 Punkten sind wir noch weit entfernt. So, ich kann hier die Position direkt reversen. Ich warte jetzt das Ende der 5-Minuten-Kerze ab. Stellen wir den Stop nochmal hier hin, bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze. Die erste Minute der 5-Minuten-Kerze wird es mir jetzt gleich dann zeigen, ob der Markt jetzt direkt nach oben durchgeht, ja oder nein. Genau das hoch erwischt. Da muss man auch mal hinkriegen. So, das wollte ich eigentlich mit dem Setup, vermeidet man in sehr, sehr vielen Fällen genau diese Bewegung. Das heißt, in sehr vielen Fällen ist es so, der Markt bricht aus und danach kommt die Kontinuität. Danach kommt die Kontinuität und der Markt geht dann durch. Wenn es ein Fake ist, geht es meistens halt immer nur 1 Minute raus und dann wieder runter. Und diesmal nicht passiert. Mal sehen, was jetzt in der ersten Minute passiert. Fällt der Markt jetzt so unter die 17.794, lasse ich mich hier ausstoppen und würde den Trade dann sogar auf ein Short Trade umdrehen. Also langer Move, der erwartet wurde, kam nicht.
Wichtig, wenn ich jetzt in den Short Trade eingehe, wichtig ist, wenn ich den Short Trade eingehe, dass wir direkt die Lows der letzten 5-Minuten-Kerze dann brechen, damit es halt schnell und heftig wird. Wenn das auch nicht kommt, dann bekomme ich sogar doppelt Verlust. Passiert zwar relativ selten, bekomme ich sogar doppelt Verlust. Also das heißt, dann hätte keines der beiden Setups gegriffen. So, also der Trade ist raus. So, und der Short ist drinne. So, bei dem Short ist jetzt wichtig, dass nacheinander das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze und das Tief der letzten 10 Minuten, also dass die jetzt nach unten weggerattert werden. Das heißt, wenn jetzt auf der Oberseite nichts kommt, decken die Leute, die jetzt long waren, ihre Short-Position ein und der Markt müsste jetzt hier in sich zusammenklappen im Idealfall. Interessant wird das Ganze, wenn wir an die Trendlinie kommen. Wenn da an der Trendlinie kein Käufer dort warten sollte, dann könnten wir einen richtig schönen Move auf der Unterseite sehen. So, 74 Euro haben wir jetzt hier mit dem Trade hier verloren. So. Schauen wir mal, was der Trade bringt. Also, klappt relativ gut zusammen. Wie gesagt, hier oben, diese 1 Minute etwas höher, hätte er sich noch ein bisschen sparen können. Jetzt kommt aber die Bewegung, dass der Markt auf der Oberseite nicht durchkommt, jetzt eindeckt. Und jetzt müssten hier die Stops rattern und im Idealfall geht der Stop direkt, also geht der Markt jetzt hier direkt durch die Tiefs. Das wäre jetzt Idealfall. Ja. Also wir haben jetzt die Tiefs der letzten 15 Minuten rausgenommen. Mal sehen, ob wir das Tief hier auch noch rausnehmen. Und wenn wir das auch noch rausnehmen, wie gesagt, also alles, wenn sich das komplettiert, das Bild, sind wir jetzt hier oben mit dem Short Trade relativ gut positioniert. Ob es so kommt, keine Ahnung. Ja, kommt jetzt darauf an, wie der Markt jetzt arbeitet und wie jetzt die Verkaufsorders hier in den Markt raufpressen und wie wir jetzt hier unten das nehmen. Wie gesagt, eigentlich hätte sich mal das gespart, diese 1 Minute noch hier höher zu gehen. Wäre es natürlich ein bisschen schöner gewesen, da hätte ich nur den Short Trade gehabt, aber so ist es dann nun mal. So, 16:48 Uhr, noch 2 Minuten für die 5-Minuten-Kerze. Den Stop kann man jetzt hier schon mal ins Plus reinziehen, das Ganze. Also, dass man jetzt, falls der Markt wieder Trend aufnimmt, dass man da nicht rauskommt. Und ich würde jetzt gerne sehen, dass der Markt hier so ein bisschen zusammenklappt, das Ganze. Das wäre jetzt schon schön, dass jetzt hier einfach ein bisschen Volumen reinkommt, ein bisschen Verkaufsdruck reinkommt und der Markt so ein bisschen in sich zusammenklappt. Ja. So, wenn man jetzt nur das Konto tradet, könnte man natürlich überlegen, dass man den Trade dann erstmal im Plus beendet, sodass das Gesamtkonto dann im Plus ist. Aber die große Chance besteht hier, falls wir die 78 rausnehmen, dass wir schön durchgehen bis zur 69 und das halt in einem Schritt. Die Gefahr ist halt, dass der Markt halt davor stehen bleibt und nochmal aus einer ganz tiefen Korrektur heraus hier wirklich nochmal den Trend aufnimmt. Das ist halt die Gefahr. Ich mache das Bild einfach ein bisschen größer, damit man es hier vielleicht nochmal ein bisschen besser sieht. Also, wenn es gut läuft, ja, das Dreieck wird jetzt gerade nach unten verlassen. Das, was ich vorhin auch erklärt hatte, dass wenn das Dreieck jetzt verlassen wird, wir dann wieder in eine breite Range übergehen. Wir am O auf der Oberseite jetzt nicht die Trendfortsetzung gesehen haben, sondern den Plop, also Plop und weg. Ich war bereit, das Risiko einzugehen, prozyklisch zu kaufen. Wie gesagt, ich mache es halt nicht ganz so gerne, aber ja, vom Verlauf her hat es halt gepasst. Und wäre der Markt jetzt lang gewesen, wäre es auch okay gewesen. Also hätte jetzt hier die lange Bewegung stattgefunden, ups, dann wäre das ja alles schön. Ja, so. Ja, warum ich den direkten Ausbruch nicht trade, ist halt, weil ich eigentlich in diesen Kerzen da nicht drinne sein möchte. Ja, es schützt halt auch nicht davor, wenn die Kerze halt nochmal 1 Minute höher geht, dass ich dann da doch auch den Verlust nehme. So, und jetzt wird es ganz wichtig werden, dass wir hier im Idealfall dort runterfallen. Durch die 78, dann wird es richtig schick, ja, der Trade. Wenn nicht, ja, verschenkt man jetzt relativ viel gleich. Aber wenn es gut wird, klappt das ja ab und man kann ja auch hier unten einen Teilverkauf nehmen und sagen, gut, den Rest halte ich jetzt bis durch das Tief. Also wenn das jetzt alles sich durchkompliziert, wäre es halt schön. So. Ja, sieht bis jetzt ganz gut aus. Also ich werde hier unten auf alle Fälle am Ziel mal die Hälfte mal rausnehmen. 1. Minute, S&P sieht auch ganz gut aus. Also, ja. Das ist ganz gut. Wir haben hier späte Longs drin bei 17,966. Im Orderflow wird viel gekauft. Der Markt kommt noch kein Tick höher. Müsste jetzt gleich der nächste Move nach unten kommen.
Das ist immer ganz gut, wenn sowas passiert. Wie gesagt, man kann jetzt hier überlegen, jetzt greifen hier natürlich unterschiedlichste Managementregeln. Also wie jetzt der Markt sozusagen hier die Orders halt abarbeitet, das greift jetzt hier alles. Da kommt es halt darauf an, wie der Trader selber halt agiert. Ja. So, mal sehen, wenn ein Stop-Loss-Move kommt, geht es meistens immer ein bisschen schneller. Ja, das heißt, wir sehen jetzt, die Stops fliegen durch die 68. Mal sehen, ob man das hier sehen. Im Future könnte man das durchaus dann sehen. Ja, wenn hier ein paar Stops fliegen, müssen wir mal gucken. Also wenn hier ein paar auf der rechten Seite ein paar Orders gefüllt werden. S&P arbeitet ganz gut auf der Unterseite. Ist auf alle Fälle eine Order, die läuft. So, ich habe jetzt die Hälfte verkauft. Das heißt, selbst wenn ich jetzt der Rest ausgestoppt wird, habe ich jetzt hier kein Problem, weil ich habe den letzten Trade eh neutralisiert und kann jetzt hier anfangen, auch den Trade nachzuziehen. Ja, also wie gesagt, der Future-Markt ist ein Trigger-Markt. Das heißt, er muss hier unten erst den Preisbereich triggern von den Leuten, die long dort gegangen sind. Erst wenn er das tut, wird der Markt auch richtig nach unten fallen. Wenn nicht, ja, bleibt das hier die Unterstützung. Das heißt, wir gehen in diese breite Range, die ich vorhin erzählt hatte. Das heißt, Systeme nutzen natürlich das jetzt als Kauf oder als Momentum, als Kauf, und so schnell dreht sich das Bild und gehen dann hier wieder hoch in die, möglicherweise in die Range, oder versuchen natürlich jetzt die Shorts hier rauszupressen. Ist genau das Gleiche. Schön wäre es gewesen, wenn wir hier direkt kurz, also ich möchte eigentlich dann immer nur so 3, 4 Punkte unter dem Tief als Stop-Loss-Move denn den Exit haben. Also hier sowas in der Drehe. Also ich schiebe die meistens weg und trade das halt Market. Wenn der Markt dann schnell durchgeht, dann nehme ich den. Gut, ja, haben wir es ja doch noch rumge. Also der Short war auf alle Fälle sauber. Also so sollte ein Skype-Trade aussehen. Der Long, ja gut. Normales Risiko, ganz normaler Trade. Also kann man sich halt streiten, ob man den halt bei so einem Markt nimmt, ja oder nein. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Ja, wie man den Trade hier beendet auf der Unterseite, ja, das liegt halt im Management des Traders. Ja. So, jetzt mal gucken, ob die zweite, also es ist eher selten, dass wir aktuell eine zweite Welle bekommen. Ja. Ja, also es heißt, diese zweite, ich habe keinen Range Trade gemacht. Der Range Trade ist ein Fehlausbruchstrade. Weil er hat vorher die Range verlassen. Das ist für mich wichtig. Für mich ist das kein Range Trade. Für mich ist das, ein Range Trade wäre gewesen, ich wäre hier bei 96 Short. Es ist natürlich am Ende jetzt ein Range Trade im Sinne dessen, dass der Markt wieder in der Range ist, aber die Voraussetzung, um den Trade eingehen zu können, ist ein neues Hoch gewesen. Ja. Ein Trading Stop wird jetzt in der Situation relativ interessant. Also man kann jetzt hier auch hergehen, das ist das Schöne bei JFD. Das heißt, ich würde zum Beispiel, mache ich auch ab und zu, wenn der jetzt den Stop-Loss triggert und ich weiß nicht, wie weit er fällt, würde ich hier einen ganz engen Trading Stop einstellen, also 5 Punkte nur. Ja, das heißt, wenn er das triggert, mache ich Set Trading Stop 5 Punkte in der Sekunde, wo er die 67 triggert. Und dann bin ich, wenn der Move ganz lang wird, dabei. Also bei JFD geht das hier über dieses Trade Terminal eigentlich ganz gut. So, jetzt haben wir jetzt das Tief gerade nochmal angehandelt, nicht getriggert. Also das mache ich durchaus gerne. Ja. Nee, also wie gesagt, ein Range Trade ist. Das ist ein kleines Detail hier, dass er das neue Hoch machen muss. Nerv. Jetzt hätte er das durchaus gerne mal rausnehmen können. Also es ist schon nervig, dass er dann wieder die Unterstützung so gut hält. Das Hoch. Also wenn die jetzt kurz das Hoch rausnehmen, wäre mal ausgestoppt und dann fällt es halt wieder runter. Aber das kann ich nicht verhindern, weil ich will ja auch nicht, ich bin jetzt auch nicht mehr bereit, dass der Markt, falls er hier nach oben durchgeht, möchte ich einfach nicht mehr drinne sein. Man kann es jetzt hier vielleicht noch anders managen, indem man sagt, okay, wenn er das Hoch kurz rausnimmt, dass man danach nochmal neu Short geht. Aber die Gefahr ist halt einfach die, dass wir hier in der Range drinne bleiben und genau das, was ich vorher gezeichnet habe. Also wer sich das Video nochmal anschaut und schaut nochmal 10 Minuten zurück,
und sieh dann nochmal das Video aus dem Keil wird die Trading Range. Und wenn die Range wieder gelaufen wird, dann bringt es nichts, jetzt hier irgendwie den Stop jetzt noch großartig wieder zurückzuversetzen. Ja, dann lasse ich mich jetzt lieber hier ausstoppen am letzten Hoch und dann ist halt gut. Ja, es kann halt sein, kann durchaus passieren, der geht jetzt so hoch bis zu der Kai-Unterkante, wird man sagen, oh, der hat auch ein Pullback an die Kai-Unterkante gemacht und geht dann wieder nach oben. Aber da muss ich halt einfach zu viel abgeben. Also ich lasse mich jetzt einfach ausstoppen. Jetzt muss ich mal trotzdem mal schauen, dass ich halt nach einem 5-Minuten-Chart jetzt nicht ganz so bescheuert setze, den Stop. Ah. Also den Trading-Stop mit 5 Pips würde ich nur aktivieren, wenn wir das Tief brechen und ich erwarte dann eine lange Kerze, dann würde ich diesen Stop-Loss aktivieren. Ja. Den Trailing-Stop. Mensch. Ansonsten, egal wo ich hier rausgehe, es kann gut sein, es kann aber auch ein doofer Ausstopper sein, der nur kurz geholt wird. So, jetzt wollte ich hier nochmal gucken. Also das Hoch der Kerze, jetzt muss ich hier selber mal gucken, das Hoch der High der 5-Minuten-Kerze war bei 81,5, also müsste mein Stop-Loss an der Stelle bei 81, 3 Punkte bei 83,5 sein. Der Stop-Loss bei 84,5, das passt. Gut. Okay, also der Stop-Loss passt. Ist 2 Punkte über dem Hoch. Ja. Eine Ausbildung bei Ihnen ist als Berufstätiger gut zu machen. Wie hoch ist der tägliche Zeitaufwand, um gut voranzukommen? Also ich würde mal sagen, im Trading, also bei mir war es früher so, ich habe früher so ganz am Anfang sehr viel getradet und die gleiche Zeit nochmal in Auswertung gesteckt. Also und heute ist es so, ja, 4 Stunden traden, 4 Stunden Auswertungen machen. Also man kommt auch auf einen 8-Stunden-Tag. Also ich glaube, auch im Trading ist es so, die Zeit drumherum sollte man nicht unterschätzen, die nicht mit Trading zu tun hat und die auf das Warten von Setups zu tun hat. Man stelle sich vor, wir haben heute fast 2 Stunden gewartet, bis ich meinen ersten Trade gemacht habe, ja. Ja, also das muss man auch sehen. Ja. Also von daher sollte man seinen ganz normalen Tag einplanen, 8 bis 12 Stunden. Also am Anfang war, glaube ich, mein Tag, ganz am Anfang habe ich 16 Stunden am Tag gearbeitet, um also einmal alles an Informationen aufzusaugen, die mich weiterbringen. B, um meine Auswertung zu machen. C, um mein System zu handeln. D, um mich im Risikomoney-Management, also man muss sich ja auch an ganz vielen Baustellen weiterbilden und weiterentwickeln, damit man das wirklich dann mal schafft, dort wirklich erfolgreich zu sein. So, jetzt mal ausgestoppt. Gut, was haben wir geholt in dem Trade? Na, es geht 130 Euro. Zuvor minus 74, also es passt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, der Stop kann gut sein, der kann schlecht sein, werden wir dann später sehen. Ja. Jo. Also schön wäre es gewesen, ein ganz kurzer Piekser da durch, wäre halt optimal gewesen, wäre halt perfekter Exit gewesen, denke ich mal. Wäre richtig gut gekommen. Und hier nochmal, also das nochmal mit der Range, warum das ein anderes Setup ist. Es ist wirklich ein Fake-Ausbruch, die ich halt gerne trade. Ein Fake-Ausbruch heißt immer, wir haben eine Trading Range, also es heißt so was. Und ich brauche halt einen Hoch, weil an diesem Punkt entscheidet sich, liegen dort die Stops der vorhergehenden Trader oder liegen dort Kaufaufträge damit der Markt so nach oben durchgeht oder geht der Markt halt nur kurz durch und fällt dann runter. Das ist eine andere Ausgangslage. Das heißt, hier mache ich den Range Trade, aber erstmal möchte ich wissen, was war da. Das heißt, ich gucke sozusagen aus dieser Kante raus und möchte gerne in Erfahrung bringen aufgrund des Verhaltens, wie er sich dort bewegt, ob ich dort wirklich den Ausbruch trade oder warte aus dem Fehlausbruch. Ja. Das ist halt das, warum das für mich eine andere Vorgehensweise ist. Für den Range Trade muss ich mich, bevor der Markt da hochgeht, also das heißt bei einem richtig guten Range Trading, fängt man an, im unteren Drittel Longs aufzubauen, der Markt geht wieder hoch und man stößt seine Longs ab. So, aber wie gesagt, denn an der Oberkante, hier geht man wieder rum von neutral, also Longs abgebaut, Shorts aufbauen. Wenn der Markt wieder runterfällt, baut man hier wieder die Shorts ab. Ist hier wieder neutral und fängt hier wieder an, die Longs aufzubauen. Man wird auch in der Trading Range immer sehen, man wird immer sehen, in der Trading Range ist das meistgehandelte Volumen wo?
in der Mitte einer Range. Viele denken ja auch immer, das Volumen einer Trading Range, das meistgehandelte Volumen einer Trading Range liegt an der Range-Kante, aber das ist nicht so. Da liegt gar keiner. Das meistgehandelte Volumen ist fast immer in der Mitte der Range, ja, weil wir, weil dort immer die kompletten Positionsziehungen stattfinden. Also wenn man hier oben das sieht, hier oben liegen ja logischerweise die Stops der Trader auf die Stops der Trader auf der Short-Seite. Das heißt, im Normalfall sieht es so aus, also wenn sich wirklich Volumen aufbaut, kann man sagen, mit jedem Anlaufen einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, es gibt ja Ranges, die halten 8 Stunden, bauen sich aber im Normalfall, wenn man es jetzt als Größe sieht, hier oben die Stops der Short-Trader werden immer größer. Es summieren sich immer mehr. Ja. Es werden sicherlich auch hier wieder Positionen abgebaut, aber falls sich das passiert und die Stops richtig groß sind, sehen wir, wenn die in den Markt reinkommen, dann sehen wir diesen Spike nach oben. Wenn die sozusagen dieser Latte an Stops dort gefüllt werden, es sind ganz wenig Verkäufer am Markt, dann schnippt das so hoch. Heute war einfach die Dynamik zu wenig, aber vom Regelwerk muss ich den Trade so machen. Wäre die 5-Minuten-Kerze super, hätte die 5-Minuten-Kerze super geendet, also außerhalb der Trading Range hätte man einen bestätigten Ausbruch gehabt und dann hätte man die Trendfortsetzung gehabt. So sieht es im Normalfall aus. Ja. Gut. Ja, also von daher kein weltbewegender Tag, schöner Trade, an der Unterkante zumindest richtigerweise dann doch einen Teilverkauf gemacht, die Hälfte rausgenommen, die andere Hälfte etwas höher rausgehauen. Ja, jetzt muss man halt dann schauen, ob man auf der Unterseite nicht nach unten durchgehen. Das heißt, geht der Markt jetzt in der Range, bricht er auf der Unterseite aus. Was passiert auf der Unterseite wieder? Unterseite kommt wieder entweder Fake-Ausbruch oder richtiger Ausbruch. Kommt ein richtiger Ausbruch, was sehen wir dann? Komplettes Zusammenschießen der vorhergehenden Aufwärtsbewegung abwärts. Und so tut dieses Spurenlesen das, was man heute sich immer weiter komplettieren. Und man hat auch gesehen, dass man manchmal beim Spurenlesen relativ lange im Dunkeln rumzappelt. Ja, dass man die Spur halt nicht lesen kann, nicht erahnen kann, was die Marktteilnehmer vorhaben. Wie schaut eigentlich die Vorgehensweise bei Ihrer Auswertung aus? Also meine Auswertung sieht aktuell so aus. Ich kann es ja mal zeigen. Sieht aktuell so aus, dass ich die Trades jetzt aktuell, weil das, wie gesagt, für ein größeres Projekt ist, wo ich eventuell nächstes Jahr, wenn alles gut geht, entsprechend ja, ein größeres Konto mir zur Verfügung gestellt wird. Deswegen auch dieser Neustart dieses Accounts. Ja. Und da sieht es jetzt so aus, also jetzt habe ich auch angefangen, also ich muss jetzt dafür sozusagen auch meine Setups niederschreiben und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht dann hier bei so einem Tag, also ich arbeite meistens mit Teilpositionen, also das ist hier eine Gesamtposition, wie viel habe ich dort verloren, wie viele Punkte waren das. Und dahinter stehen jetzt hier die Setups, ja. Wie gesagt, und das kann ich nur empfehlen, auch für jeden Trader, der gerade neu dabei ist, das so akribisch zu machen. Wie viele Punkte habe ich riskiert? Wie viele Punkte habe ich verdient? Dann kommt das in so eine Tagesauswertung rein, wo entsprechend die Tagesergebnisse drin stehen. Die Tabellen sind jetzt hier noch nicht fertig, dass dann hier eine Grafik entsteht. Und wenn es dann, dann kann man sich das Ganze ja auswerten lassen. Also hier sehe ich jetzt meine Punkte zum Beispiel mit den EITA ist zum Beispiel der Einstieg nach Variante A. EITB ist der Einstieg nach Variante B. 1, 2, 3 tief. Fake einer Kerze. Eine Unterstützung getradet. Eine Range. Volume Profile getradet. Und so weiter und so fort. Kann man sich dann hier alles dann anschauen, wenn man so ein bisschen sich mit dem Thema vertraut macht, so einer Pivot-Table. Ja, also wie gesagt, da wird dann halt alles jetzt hier ausgewertet. Bin selber gespannt, weil ich auch durchaus ja auch nicht nur Setup-getrieben handle, sondern halt auch ja auch intuitiv trade. Also, ja. Also großes Millionen dann. Ja, also ab. Also ab Millionen.
Ja, aber das ist jetzt der Testlauf dafür. Ich weiß nicht, ob das so kommt. Ich weiß nicht, ob ich dem Genüge werte, was man von mir fordert. Keine Ahnung. Also wir werden sehen. Für mich ist das auch eine neue Herausforderung. Ich werde sie angehen und dann gucken wir mal. Ja. Was denn dort rauskommt. Kann ich aber so jetzt noch keine weiteren Details benennen. Gut. Am Ende nochmal, also wie gesagt, das als Auswertung und zu jedem Trade, also das heißt, wenn ich jetzt, das habe ich heute nochmal in einem anderen Account getradet, ist es so, das würde ich mir jetzt als Bild machen und das Bild würde ich dann abspeichern. Ja, und auf meinem Rechner habe ich da halt Millionen oder Tausende von Bildern, wo jeder Tag ausgewertet ist. Das heißt, auch hier ist es dann so, ja, wie in meinem Trading Service, ja, wie in meinem Trading Service am Ende, wo ist er, der Trading Service da? Wenn ich hier reingehe, ja, da steht dann da, gut, hier habe ich es jetzt nicht rangeschrieben. Nehmen wir mal hier sowas. So, da steht es dann da, da steht dann da, was ich getradet habe. Short nach Volume Profile und Widerstand. Also das heißt, da konnte ich an den Widerstand direkt einen Short Trade eingehen. In der Konsolidierung Positionsauf- und Abbau betrieben. Also manchmal, wie gesagt, da muss ich aber in einer Situation sein, wo ich das auch traden möchte, das Ganze. Ja, Short nach Order Flow, Pipapo, also steht halt alles da, Trefferquote, 24 Trades, ja, was ich dort verdient habe und so weiter und so fort. Also das sollte jeder auch für sich halt auswerten, damit halt am Ende des Tages dann halt ja, Schulung plus Live-Trading, wie gesagt, das sind jetzt alles Live-Trades gewesen, die ich da gemacht habe, und so weiter und so fort. Also, und hier sieht man den perfekten Exit, den ich heute gerne gehabt hätte. Hier sieht man ihn, nämlich von hier oben durch das letzte lokale Tief und kurz unter dem Tief stelle ich meinen Exit rein, da diese 56,25. Ja, und danach kommt die Erholung wieder. Das ist das Perfekte. Das wäre genial, wenn man das hinbekommt. Ja. Und das hätte ich gerne gesehen, es wäre jetzt fürs Webinar auch perfekt gewesen, aber die Märkte sind ja nicht immer perfekt. Ja. Gut, also wir bekommen die Range. Ja, der Markt eiert weiter, also konsolidiert weiter aus dem Dreieck wird die Trading Range wie gehabt. Ja, und das immer nicht vergessen, der Markt hat so viele Möglichkeiten, die er dort vollziehen kann. Und ja, gut, also ich hoffe, dass ich trotzdem euch, auch wenn ich nicht so viel getradet habe, durch euch durchaus etwas zeigen konnte, einen guten Einblick geben konnte, wie es auch in meinem Trading Service abläuft. Also das heißt, auch da seht ihr genauso den Future. Ich erkläre meine Trades, ich versuche das so gut wie möglich vorzubereiten, dass man mir nachfolgen kann, wer das möchte, oder aber, dass man einfach nur sieht, was passiert danach, wenn ich was mache. Ja, also das alles findet in meinem Service statt, also Ausbildung am lebenden Live-Objekt. Ich weiß auch nicht, wie der Markt der weiterläuft und das ist halt auch immer ganz spannend, auch für die Teilnehmer, denke ich, immer wieder zu sehen. Oder es ist auch schön zu sehen, wenn ich sage, jetzt kommt die Kerze, die lang und steil wird und auf einmal kommt sie noch und die Leute mich fragen, wieso kommt sie jetzt? Weil aber genau dann das passiert, was man ja über Jahre der Erfahrung dann einfach erwartet und wenn das dann auch kommt, ist es halt einfach super schön. Gut, das Video als solches habe ich aufgenommen. Es wird dann online gestellt werden auf dem Kanal von JFD Brokers und bei Gottmut Trader oder natürlich auch hier bei Guidance. Wenn irgendwelche dringenden Fragen, wichtigen Fragen nicht beantwortet wurden, ihr könnt gerne auf Guidance mir schreiben, mir Fragen stellen. Ihr könnt auch mit mir in Kontakt treten, wenn ihr das gerne wollt. Ja, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr da mit mir in Kontakt treten könnt. Ansonsten, ich bin über Facebook noch erreichbar, über Scalp HB. Also wer über Facebook mit mir connecten möchte, kann das gerne auch tun, wenn er Lust und Laune hat. Scalp HB ist da meins, ist auch das gleiche wie mein Twitter-Account. Ja, also ich bin multimedial mittlerweile vernetzt. Gut, also dann hoffe ich, dass ich euch einen guten Einblick in das ganze Materie gegeben habe. Wünsche euch gute Trades, viel Trades. Nächste Webinar findet dann, oh,
Nächste Webinar fällt aus im Juli, denn da bin ich im Urlaub, denn ich komme nämlich erst am 18.07. wieder. Also, nächstes Webinar auf dieser Welle wird stattfinden. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Juli. Dienstag, der 2. August. Lange Zeit. Dienstag, 2. August. In dem Sinne, euch gute Trades. Ich halte euch auf den Laufenden. Vielleicht machen wir vorher nochmal ein freies Webinar, wenn ich vielleicht aus dem Urlaub bin, als Welcome Back Webinar. Also abonniert mich bei Guidance und ihr werdet auf alle Fälle dann dort entsprechend informiert werden. So, wir triggern hier gerade ein Box-Setup. Kommt, geht das auf? Hier haben wir das Box-Setup. Ich lasse es mal, also getriggert ist es bereits schon. Einstieg bei 91, Stop bei 1800. Naja, ich lasse es. Gut, ist ja auch schon spät. Also in dem Sinne nochmal vielen Dank für die reichliche Teilnahme. Haben wieder fast 500 Teilnehmer zugeschaut. Wünsche euch viele gute Trades, erfolgreiche Trades und wo immer wir uns auch sehen mögen, werden wir uns sehen. In dem Sinne, habt euch wohl.